live on Twitch. Aus den Three-Headed Monkey Studios auf Melee Island. Süchtig nach Büchern und Last Geek Tonight präsentieren die Geekliothek mit Moni und Christian. Hallöchen! Willkommen zur Geekliothek. Heute in ganz anderer Besetzung. Wenn ihr euch jetzt fragt, huch, was ist mit dem Christian passiert? Hat er sich verdoppelt aus Versehen über Nacht? Nein, der Christian ist leider gesundheitsbedingt nicht im Bild. Er ist dabei. Also wenn ich jetzt dahin zeige, halt mal wenigstens die Hand rein. Sieht man die Hand? Ja, da ist die Hand. Christian ist dabei, aber er darf leider nicht reden. Und ja, bei einem Stream nicht zu reden, ist ein bisschen ungünstig. Deshalb werde ich das mal heute übernehmen. Ich bin etwas aufgeregt, aber ich habe die Moni an meiner Seite, die das jetzt schon... Wie viel Sendung gibt's schon? Oh Gott. Christian. Es ist Kapitel 30, steht auch da oben. Kapitel 30. Richtig. Aber du bist gerade... Dein Bild ist gerade eingefroren, Moni. Okay. Jetzt bist du wieder da. Jetzt ist alles gut. Also Kapitel 30. Sehr gut. Genau. Wie krass, jetzt bist du schon so lange Mitglied in unserer Last Geek Tonight Familie und wir haben tatsächlich noch nie, außer ganz kurz damals, das Vergnügen gehabt. Schon krass irgendwie. Habe ich mir heute auch gedacht. Oh cool, unsere erste Show. Ja, also vielen Dank an dich auch, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Finde ich total lieb von dir. Sonst hätten wir das Ganze wieder verschieben müssen und das wäre ja schade gewesen. Das wäre schade gewesen, aber ich war ja auch ein bisschen vorbereitet. Das ist ja jetzt schon länger Thema mit der Stimme und habe gesagt, Montag, klar, mache ich das. Auch wenn ich etwas aufgeregt bin, auch nachher das vorzulesen, was ja sonst der Christian immer so schön macht. Aber das schaffst du bestimmt. Ich denke auch. Da kommt auch gerade die Frage von Dirk, liest Nessie heute vor? Ja, also... Eine sagen lesen, die anderen sagen stammeln, aber ich glaube, es wird tatsächlich. Wie geht's dir, Moni? Mir geht's Gott sei Dank gut. Und ich hoffe, dem Christian geht's auch bald wieder gut. Das hört sich nämlich gar nicht schön an. Ja, ja. Aber das wird. Deshalb muss er eben auch mal ganz strikt sich dran halten, nichts zu sagen, damit das auch wirklich besser wird. Aber wir drücken die Daumen und im Chat, das liest er, glaube ich, auch selbst gerade, ganz viele schreiben gute Besserung. Ja. Vielen Dank übrigens an alle Abos, die gerade abgeschlossen werden, an alle Bits und so, an alle Follows. Haben wir das schon mal abgehackt. Wen haben wir denn heute zu Gast? Heute haben wir die Esther bei uns zu Gast, aber vorher haben wir ja noch unseren Buchtipp für euch von der Community. Ja, ich durfte ihn schon sehen und er ist echt lustig. Und ja, ich würde sagen, wir fahren den einfach mal ab. Unbedingt. Oder Moni, du musst mich heute ein bisschen durch die Sendung lotsen, damit... Das machen wir auf jeden Fall. Wie macht man einen Buchtipp? Christian fragt, wie macht man einen Buchtipp? Ich wundere mich, warum er das fragt. Das müsst ihr eigentlich wissen. nein, wie macht man so einen Buchtipp? Das ist eine gute Frage. Und zwar, da gibt es nämlich einen Link. Der Dirk hat ihn gerade schon eingeblendet. Da steht dann, wie man das macht. Und dann macht man das und dann schickt man das ein. Und schon ist man in der Geekliothek. Auf jeden Fall. So einfach geht's. Mensch, ist das sonst mal so kompliziert bei Christian? Ich verstehe es. Nein. Oh, ist das gemein. Jetzt wird er so böse. Jetzt, oh, er holt den Schläger. Nein. Alles gut, er lacht. Ich mache einfach mal, ich bin zu auf. So, Buchtipp. Auf drei. Ab. Hallo. Mein Name ist Roland Spitzohr. Ich will euch heute ein Buch vorstellen, in dem geht es um das Thema Fitness. Wir bei Last Geek Tonight kennen ja Fitness. Wir machen ja fleißig das Nerdout mit Captain Chosway und Mr. Fogg. Leider gab es jetzt die Sommerpause, also mussten wir auf ein Buch umsteigen. Deswegen präsentiere ich heute Body by Starfleet. Dieses wunderschöne Buch hat hier die verschiedenen Bewegungen schön illustriert. Und da möchte ich auch jetzt einige dieser Übungen zeigen. Als erstes zeige ich euch den Gorn Walk. Dafür habe ich hier meine Truppe.
Sehr gut, Truppe. Jetzt kommt Vulkan Planks. Und die letzte Übung, die wir heute zeigen, ist 10 Forwards. Und weil das alles so gut klappt, zeige ich auch gleich mal das Buch Kung-Fu. Und nein, nein, nein! Da sind wir wieder. Vielen Dank, lieber Florian. Das sieht echt lustig aus. Ich müsste eh mehr Sport machen, also vielleicht wäre das ja was für mich. Dann könnte ich so mein Nerdwissen erweitern. Ja, stimmt. Es gibt noch ein anderes schönes Nerd-Workout-Buch, das nennt sich Dungeons and Workout. Da erlebt wirklich ein Abenteuer und kann auch sich hochleveln und sowas. Ich habe es gekauft, aber ich habe gemerkt, vom Kaufen allein nimmt man nicht ab. Ja. Vom Vorsatz allein auch nicht. Nee, und das lasse ich mal so stehen. gut, jetzt bin ich ja fast schon mit meinem Part durch. Deshalb übergebe ich jetzt erstmal an die liebe Moni. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ja, nochmal vielen Dank für den Buchtipp. Und ich hoffe, ihr schickt noch ganz viele Buchtipps ein. Den Link haben wir ja schon gepostet für euch. Schaut einfach mal nach. Es ist gar nicht so kompliziert, hat euch Nessie ja schon gesagt. Also bitte, bitte schickt uns noch mehr solcher toller Tipps. Auf jeden Fall. Und jetzt möchte ich unseren heutigen Gast sehr herzlich begrüßen, die liebe Esther Schmidt. Herzlich willkommen bei uns in der Gigliothek. Und da ist sie. Hallöchen. Hallo. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns total, dass es so kurzfristig geklappt hat. Heute ist irgendwie alles kurzfristig und trotzdem ist es in super Besetzung. Also ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du heute hier bist und stell dich doch einfach mal kurz selber vor. Ja, ich bin die Esther und ich schreibe. Und ich glaube, jetzt müsst ihr alle sagen, hallo Esther. Genau. Okay, Esther. Du schreibst. Das ist ja auch der Grund, warum du heute hier bist. Genau. Was schreibst du denn? Ich schreibe, wenn es um Kurzgeschichten geht, schreibe ich so ziemlich alles, weil man sich in Kurzgeschichten ganz wunderbar austoben und ausprobieren kann. Wenn es um längere Sachen geht, habe ich mich bisher im Bereich der Fantastik bewegt. Also sowohl Fantasy als auch Science Fiction. Wie hat es denn bei dir angefangen mit dem Schreiben? Es hat angefangen mit der Sesamstraße. Ich glaube, da seid ihr alle zu jung dazu, wenn der Sesamstraße... Was? Kennt ihr noch diesen Typen, der sagte, wollen Sie ein A kaufen? Ein A kaufen? Genau. Genau diesen Typen meinte ich. Und von dem habe ich quasi die Buchstaben alle abgekauft und habe Lesen und Schreiben gelernt und fing dann an, schon Geschichten mir auszudenken und aufzuschreiben, die relativ schwer zu lesen sind. Man muss so ein bisschen Frankfurter Dialekt reinlesen und das mit den Buchstaben nicht ganz so genau nehmen. Dann, also meine Mutter konnte es immer lesen. Und ja, so fing das an und dann habe ich immer weitergemacht. Ich habe mir Geschichten ausgedacht, viel dann auch mit Freunden, also Freundinnen im Wesentlichen. Dann immer so die Busenfreundin in der Schule, in der Pause haben wir dann immer zusammengehockt. Also als Kind spielt man ja so, gut, Vater, Mutter, Kind haben wir nie gespielt. Wir haben mehr so Cowboy und Indianer gespielt, was man ja heute nicht mehr so darf. Aber haben halt Abenteuergeschichten gespielt. Meine Mutter war immer ein bisschen befremdet, weil ich immer Waisenkinder gespielt habe. Aber so ist es halt, wenn man Abenteuer erlebt, will man nicht irgendwie die Eltern da in der Gegend. Und dann, ja, dann wurden irgendwie alle meine Freundinnen erwachsen. Und ich hatte niemanden mehr, mit dem ich mir Geschichten ausdenken konnte. Und dann blieb nichts übrig, als sie aufzuschreiben. Und so bin ich dann quasi dabei geblieben. Okay, sehr cool. Und irgendwann kam dann auch der Wunsch, auf die Geschichten doch wieder mit jemandem zu teilen und nicht nur für dich allein aufzuschreiben? Ja, ich hatte
Man denkt ja immer, Midlife Crisis ist sowas, was nur Männer haben, aber das können durchaus auch Frauen haben. Ich war so Anfang, Mitte 30, wo ich so dachte, ist das jetzt alles gewesen? Ich hatte so eine Unzufriedenheit, wusste nicht genau was. Dachte, soll ich mir vielleicht doch mal einen Mann suchen, Familie gründen? Soll ich den Job wechseln? Soll ich umziehen? Was soll ich eigentlich machen? Und um diese Unzufriedenheit loszuwerden. Und das weiß ich noch wie heute. Ich saß da im Auto, bin hier in der einen Seitenstraße gefahren und plötzlich ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen quasi. Ich kann machen, was ich will. Das ist eigentlich eine ganz tolle Erkenntnis. Also Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es gibt eigentlich niemanden, der euch aufhält. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will nach Neuseeland auswandern, dann gäbe es niemanden, der mir da Steine in den Weg legen würde. Ich könnte das einfach tun. Die Frage ist halt, was will ich in Neuseeland? Und das war das Grundproblem, merkte ich. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Und dann habe ich mir vorgestellt, wenn jetzt die gute Fee erscheinen würde und sagen würde, du kannst dir aussuchen, was du willst, wo wärst du gerne, was ist das so? Und mal jetzt gar nicht denken, ach, das geht eh nicht, das passiert doch nicht und denk mal nicht so groß. Nee, denk mal groß, weil so ein Stern, dem man folgen will, wenn man den irgendwann erreicht, ist ja blöd. Also es ist gut, wenn man sich so ein Ziel setzt, was so weit weg ist, dass er ein Leben lang die Richtung anzeigen kann quasi. Und da dachte ich, also was ich wirklich gerne wäre, ist Drehbuchschreiber in Hollywood. Sehr cool. Die Richtung war zumindest schon mal klar. Ich sage, gut, dann muss ich jetzt mal anfangen, also zumindest mal anfangen, in die Richtung zu gehen. Und dann habe ich einen Fernkurs zum Schreiben besucht, habe mich vernetzt, habe Autorengruppen gefunden, habe auch andere Kurse besucht in Wolfenbüttel und bei der Textmanufaktur und so weiter. Habe mich eben vernetzt mit Autoren in Autorengruppen, bin dann an eine Online-Autorengruppe gekommen, die Schreiblust. Die haben so ein Mitmachprojekt, wo man jede Woche, jeden Monat Kurzgeschichte zu einem Thema einreicht und dann werden die diskutiert. Mhm. Und am Monatsende gibt es ein Voting zwischen allen, die da mitmachen. Und die besten Geschichten kommen dann, früher war das eine Zeitschrift, heute ist es ein Jahrbuch. Und da habe ich unheimlich viel gelernt. Und dann habe ich angefangen, Kurzgeschichten einzureichen bei Wettbewerben und Zeitschriften und solchen. Da gibt es ja Ausschreibungen. Ich führe übrigens heute noch, für alle, die zuhören und die selber schreiben, ich führe heute noch auf der Schreiblust die Wettbewerbsseite. Also ich gucke im Internet rum und versuche, alle Wettbewerbe zu finden und setze die da rein mit Datum. Also guck da ruhig vorbei. Da sind sogar ein paar mehr drin, meines Erachtens, als bei der Autoren, wie heißt sie, bei der Sandra Ustrin. Mhm. Da gibt es ja auch so eine Liste. Genau, und dann war ich so in 20 verschiedenen Publikationen drin mit Kurzgeschichten. Und dann fing ich halt an, so ein bisschen in die Romane zu gehen. Also ich habe zwar genug Schubladenromane aus meiner Jugendzeit hier rumliegen, aber die würden wirklich viel Arbeit brauchen. Und deswegen habe ich dann erst mit einem Kurzroman angefangen. Das war auch so eine Ausschreibung. Da wollten sie 100 Seiten. Und ich dachte, okay, 100 Seiten Fantasy, was muss in Fantasy vorkommen? Elfen. Und dann war der erste Satz, Darik hasste Elfen. Das war der erste Satz, mit dem es losging. Der ist inzwischen nicht mehr drin, aber der wurde dann veröffentlicht, der Kurzroman. Und von da ging es dann immer weiter. Und wie sieht es mit den Drehbüchern aus? Ist es immer noch das Ziel nach oben, immer noch der funkelnde Stern? Oder bist du davon jetzt abgekommen, dadurch, dass du ja jetzt Bücher schreibst? Im Moment bin ich noch bei den Büchern. Ich habe jetzt aber, also im Moment stockt mein momentanes Projekt, das bockt so ein bisschen und da komme ich nicht so richtig weiter und jetzt habe ich tatsächlich überlegt, ob ich nicht mal doch mal in die Drehbuchrichtung gehen sollte, weil auch da gibt es ja Fortbildung. Auch da kann man Kurse, also gerade auch berufsbegleitend machen und da bin ich jetzt aber noch ein bisschen am Kram rumdenken, ob das jetzt wirklich der nächste Schritt ist oder ob es nur an dem einen Roman liegt, der gerade nicht will. Und würdest du dann eins deiner Bücher als Vorlage für das Drehbuch nehmen oder was ganz Neues?
Doch, das könnte ich mir schon vorstellen. Wobei das Problem halt ist, dass Fantasy in Deutschland sich wahrscheinlich eher nicht so. Also wenn man in Deutschland Drehbuchautor werden will, dann muss man viel Tatort gucken und versuchen, da irgendwie reinzukommen, glaube ich. Leider, ja. Und ja, mal sehen, naja, jetzt gibt es ja Netflix. Und, genau. Und die Chroniken der Wälder sind ja als Serie angelegt. Also das würde sich wahrscheinlich ganz gut eignen. Da hast du uns gerade schon das Stichwort gegeben zu deiner ersten Reihe, die Chroniken der Wälder. Eine Trilogie. Magst du uns da mal kurz einen Abriss drüber geben, worum es eigentlich geht? Ja, es ist eigentlich sogar eine Dekalogie, also ein Zehnteiler. Und zwar, ich habe ja gesagt, dieser erste Kurzroman, den ich veröffentlicht hatte, der Trollring, der hatte so um die 100 Seiten. So war das auch vorgegeben. Die wollten so eine Reihe kleiner Geschichten haben. Und mir hat dieses Format ganz gut gefallen. Und ich mag selber Serien sehr gern. Ich bin so ein Serienjunkie. Und was mich an Serien fasziniert, ist, wenn man in jeder Folge eine abgeschlossene Geschichte hat. Das heißt, man hat die Befriedigung eines Endes. Ich finde, ein Ende muss befriedigend sein. Und gleichzeitig hat man aber eine Story-Arc, die quasi über die ganze Staffel drüber geht. Und sowas wollte ich auch machen. Und dann habe ich eben diese 10 Teile konzipiert und hatte 5 davon geschrieben, als ich das Ding verkauft hatte. So, und dann saß ich plötzlich da und musste irgendwie 500 Seiten schreiben. Und ich wollte halt damals auch, ich wollte, dass das alles gleichzeitig veröffentlicht wird, weil was ich nicht wollte, ist, dass ich irgendwie in Story Nummer 9 hingehe und sage, oh Scheiße, das hätte ich im ersten Band ganz anders machen müssen, damit es jetzt richtig aufgeht. So, weil das ja trotzdem eine zusammenhängende Geschichte war. Das war für den Verlag auch recht, dass sie sagen, ich schreibe erstmal alles fertig und dann veröffentlichen sie es. Und dann irgendwann kam der Verlag und sagt, hör mal, wir haben festgestellt, so mit, wenn man sich den Markt anguckt, wenn man den Leuten sagt, hier ist Band 1 und ihr müsst 10 kaufen, um die ganze Story zu haben, dann fangen die Leute gar nicht erst an, das zu kaufen. Das ist einfach zu viel, selbst wenn es Kurzromane sind. Wie wäre es denn, wenn wir das zusammenpacken in 3 Bände, in 3 Bücher? Und ja, das war eigentlich ein Aufwerten, weil diese kurzen Romane, diese Novellen, die machen ja nicht viel her im Bücherregal, sag ich mal. Und so als Trilogie macht es schon ein bisschen mehr her. Nun war das ein reiner E-Book-Verlag, weil ich damals schon gedacht habe, mit so 10 kurzen Dingern, das geht als E-Book, aber das geht nicht als Print. Aber dadurch, dass sie das jetzt in 3 Bände gepackt haben, konnte ich dann hingehen, mir die Printrechte zurückholen, die ja vertragsmäßig auch hatten, und habe dann die Prints im E-Publi dann selber veröffentlicht. Also inzwischen sind auch die Prints zu haben. Ah, sehr cool. Ja, für die Nicht-E-Book-Leser auf jeden Fall von Vorteil, wenn es das auch noch als Print gibt und vor allem mit den Covern. Also ich bin ja Fan von diesen Covern, muss ich gestehen. Ich finde sie auch sehr schön. Sie sind sehr schön bunt und als ich die jetzt, ich hatte die im Frühling diesen Jahres, hatte ich die Prints alle fertig und dachte, ah Mist, jetzt ist Frühling, ich brauche Herbstblätter, um das irgendwie schön arrangieren zu können. Und jetzt ist Herbst und auf meinem Instagram-Account sieht man das, vielleicht kann man das jetzt auch sehen, da habe ich dann eben grüne und rote und gelbe Blätter in einem Kreis arrangiert und dann die Bücher reingesetzt. Da kam auch gerade im Chat schon ein Kompliment, die Cover sind extrem hübsch, schreibt Barbara. Dankeschön. Jetzt wissen wir aber immer noch nichts vom Inhalt der Bücher. Achso, das stimmt. Ja, der Inhalt, also wie gesagt, ich fing ja an mit diesem Darek Hass der Elfen. Wie gesagt, der Satz ist eigentlich gar nicht mehr drin, aber das ist schon noch so. Ich habe, Darek ist ein Schwertsklave, also er wurde verurteilt und muss jetzt quasi als Gladiator in der Arena kämpfen. Und er hat dieses Verbrechen nicht begangen. Und die Elin, die in dem Wald um sein Dorf rum leben, die hätten das aufklären können, weil das Verbrechen ist in diesem Wald geschehen. Aber die Elin, die halten sich, es ist so quasi meine Version von Elfen, die halten sich sehr zurück und die mischen sich nicht in die Angelegenheiten von Menschen. Da haben sie auch guten Grund für. Und da ist er so ein bisschen, deswegen ist er nicht gut, auf Elin zu sprechen, weil sein Vater wurde gehängt für das Verbrechen. Er selber, weil er zu jung war, wurde verurteilt. Und jetzt ist er auf einer Reise. Er soll in die Hauptstadt gebracht werden, um da ein paar Kämpfe zu bestehen. Und auf dieser Reise ist auch eine Elin dabei, die mit
in diesem Wagentross fährt, der sich da zusammenfindet, weil sie durch ein Gebiet fahren, was halt gefährlich ist. Und dann wird dieser Wagentross überfallen und Darik und diese Elin Ahuanida sind die einzigen Überlebenden. Und für sie sind Menschen irgendwie, sie ist 300 Jahre alt und hat ihren Wald jetzt zum ersten Mal verlassen. Und Menschen sind unheimlich, brutal, irgendwie komisch. Sie hat es nicht so mit Menschen, sie erkennt eigentlich auch keine Menschen so. Und die zwei müssen sich jetzt irgendwie zusammenraufen. Und was dann das Interessante, also das ist quasi so diese allererste, diese erste Geschichte. Und dann habe ich das wirklich so genommen, um mal so verschiedene Genres innerhalb der Fantasy auszuprobieren. Mhm. Also im zweiten Teil kommt er nach Hause und versucht den Mord auf, also das Verbrechen aufzuklären, für das er damals verurteilt wurde. Er kommt in sein Dorf zurück und ihm schlägt so Schweigen und Misstrauen entgegen. Das war für mich wie so ein Western. Ein Fremder kam in die Stadt. So. dann gibt es einen Krieg. Also, und ich wollte nicht so einen Krieg, die Guten gegen die Bösen, so Ork gegen Elfen, sondern es ist halt, irgendwelche Leute kämpfen um den Thron und dem einfachen Soldaten ist einfach scheißegal, für welche Seite er kämpft, Hauptsache er kriegt sein Sold und kann ein bisschen plündern. Also ich bewege mich da wirklich in den unteren Leveln und man kriegt von den Herrschern und so gar nicht viel mit. Die sind einem eigentlich auch relativ egal. Und die Elin, die habe ich so aufgebaut. Ich habe dann so überlegt, wie sind denn, also es gibt ja diese Tradition, Elfen sind die Wesen, die so den Frühling bringen und die Blumen blühen lassen und die Früchte reifen lassen und sowas. Da habe ich mich ein bisschen orientiert. Die Elin können also, sie können heilen, sie können ihre Lebenskraft verschenken. Und das führt dazu, dass sie heilen können und dass sie eben reifen lassen können und blühen können. Und später, relativ am Ende von Band 1, findet Darik heraus, dass Elin nicht die Lebenskraft nur geben können, sie können sie auch an sich ziehen. Also quasi Vampirelfen. Und das ändert natürlich alles. Und das hat, das trägt ganz, ganz stark zum Weltenbau bei, weil das eben ganz viele Implikationen hat, die ich jetzt gar nicht alle vorwegnehmen will. Aber da öffnet sich dann plötzlich so ein ganz anderes, ganz andere Perspektive. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir haben dann keinen fiesen Cliffhanger am Ende der Bände? Eigentlich nicht. Es gibt einmal einen zwischen Band 1 und Band 2, aber dafür hat man ja schon im Band 1 quasi schon drei Enden schon mal gehabt, wo man dann, es gibt ja auch sowas wie einen Vertrag zwischen Autor und Leser. Und also bei George R. Martin, da merkt man dann, okay, der bringt irgendwelche Leute wahllos um. Das weiß man dann relativ früh, dann kann man sich darauf einstellen. Und ich denke, wenn man meine Enden, wenn man schon mal drei Enden in Band 1 hatte, weil das ja drei kurze, und dann der vierte, der mit einem Cliffhanger endet, da hat man mal, glaube ich, auch schon so ein bisschen das Vertrauen, naja, die wird es noch irgendwie hinkriegen. Sehr cool. Und man kann ja die Bände gleich hintereinander weglesen, weil Danke. Die sind ja alle schon erschienen. Genau. Jetzt hattest du quasi deine Serie geschrieben und dann hast du Blut geleckt, sage ich mal, im Genre Fantasy und es ging so weiter. Oder hast du dann einen Ausflug in ein anderes Genre gemacht? Ich habe dann eigentlich fast parallel dazu eine Dystopie geschrieben und zwar die zweite Finsternis. Also eher ein Genre, was unter Science-Fiction fällt. Und das hatte einen ganz anderen Grund. Und zwar, also bei mir passiert es gelegentlich, dass ich Bücher lese oder im Wesentlichen Filme gucke, wo ich dann denke, diese Komponente gefällt mir sehr gut und diese Komponente finde ich total doof. Die würde ich gerne ändern. Und so ging es mir, ich weiß nicht, ob ihr den Film Priest kennt, mit Paul Bettany. Da fand ich diese Figur, dieses Priest, dieses Kampfmönches, sage ich mal, unheimlich faszinierend. Diese ruhige, fatalistische Art. Aber die Welt fand ich irgendwie, die fand ich nicht plausibel ausgedacht. Und da habe ich gedacht, ich will dieser Figur gerne ordentlichen Hintergrund geben, eine ordentliche Welt geben. Und wie das so ist,
Sowas verselbstständigt sich ja, also wenn man eine Komponente aus einer Geschichte rausnimmt und woanders reinbaut, dann wird die gesamte Geschichte anders. Also ist jetzt kein Remake oder Wiederschreiben, sondern ich habe einfach diese eine Komponente genommen und habe die zu meiner gemacht und habe dann eben diese zweite Finsternis geschrieben. Die ist dann blöderweise in einem Verlag veröffentlicht worden, der irgendwann aufgehört hat, die Royalties zu zahlen. Papierverzierer. Aha, ja. Vielleicht ein Begriff. Und daraufhin habe ich mir da auch die Rechte zurückgeholt und habe auch das jetzt, habe da ein neues Cover für. Das ist also jetzt, was ihr gerade zeigt, ist das neue Cover. Das hat 100 Covers for You gemacht. Das gefällt mir also sehr gut, weil es schön dieses Überwachsene, also was mich fasziniert, ist dieses, die Welt ist kaputt und alles ist überwachsen und man zehrt noch von dem, was es mal gab. Ich weiß nicht, ob ihr das, das alte Rom, das war ja mal eine 2-Millionen-Stadt. Also da haben 2 Millionen Menschen gelebt. Und nach der Völkerwanderung und nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches gab es da noch 20.000. Das war so groß wie Dreieich, wo die Bukon stattfindet. Also das ist dieser Rückgang. Und woran lag das? Hatte viele Gründe. Einer der Gründe war, dass Rom mehrere Aquädukte hatte, die das Wasser nach Rom gebracht haben. Und diese Aquädukte, die mussten permanent gewartet werden. Und das Wissen über diese Wartung ist verloren gegangen. Das heißt, man konnte gar nicht mehr genug Wasser in die Stadt bringen, um 2 Millionen Menschen zu versorgen. Und das finde ich so ein faszinierender Gedanke, dieses, wenn eine Generation wegfällt und das Wissen nicht mehr da ist, dann ist die Zivilisation weg. Und das war das, was mich fasziniert hat als Idee von diesem Setting. Und darum heißt es auch die zweite Finsternis, weil es eigentlich ein zweiter Rückfall in den Mittelalter ist. Und genau, und dann kommen noch irgendwelche fiesen Aliens dazu. Aber ja, da geht es ja dann schon in die Sci-Fi-Schiene, sage ich mal. Und Du hast ja auch da noch einen weiteren Roman geschrieben in diesem Genre. Genau, das ist der Roh. Der ist jetzt dieses Jahr rausgekommen, im März. Der ist aber mehr so Near Future eigentlich. Also er spielt auf einem Exoplaneten, also auf einem Planeten, den wir neu besiedelt haben. Genau, da sieht man ihn. Warum gibt es da viel Wüste? Weil der Planet eine gebundene Rotation hat. Das heißt, er zeigt seiner Sonne immer die gleiche Seite, sodass es keinen Tag und Nacht gibt. Und ich habe mich da jetzt gar nicht so sehr aufgehalten mit den, was bedeutet das jetzt unbedingt, kann man dann auf so einem Planeten überhaupt leben? Und ich denke immer, naja, es kommt ja immer darauf an, wie weit weg er von der Sonne ist. Und letztendlich kann das, glaube ich, niemand sagen. Ich habe es einfach mal vorausgesetzt. Aber was mich interessiert hat, so ein bisschen auch, wie ist denn das eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn es keinen Tag und Nacht gibt? Und ich kam dann auch drauf, ich meine, bei Raumschiff Enterprise, vielleicht könnte man mal eine Serie über die Nachtcrew machen. Also die schlafen ja auch die Hälfte der Zeit. Was passiert denn die andere Hälfte der Zeit, wo auch alles dunkel ums Raumschiff drum ist? Also es ist ja eigentlich keine Änderung. Und auf Deuteragea, also auf diesem Planeten, ist es tatsächlich so, dass man hat immer noch 24 Stunden. Die sind in 3 Schichten eingeteilt. Und man kann halt rund um die Uhr arbeiten. Man hat dann halt entweder die Schicht rot, die Schicht blau oder die Schicht gelb. Und da man ja so nicht so viel von dem Planeten bewohnen kann, weil vorne ist Wüste und hinten ist Eis und man kann eigentlich nur in diesen Dämmerungszonen wohnen, wo es halbwegs klimatisch möglich ist. Und das auch nur auf der einen Seite, weil auf der anderen Seite ist gar kein Land in dieser Dämmerungszone, sondern nur Wasser. Das heißt, wir haben relativ wenig bewohnbare Fläche. Und was macht man? Naja, man kann ja auch Betten in 3 Schichten beschlafen. Also. Das ist sparsam. <Aber geht>. Nachhaltig. Nachhaltig und naja, es ist halt je nachdem, wie viel man bereit ist zu zahlen. Also die Moira, meine Hauptfigur, die teilt sich ihre Wohnung nur mit einer Person. Die haben also nur 2 Schichten des Bettes belegt.
Jetzt ist diese, jetzt ist ihre Mitbewohnerin leider schwanger und überlegt sich, ihren Freund noch mit in die Wohnung reinzunehmen. Und der würde dann die dritte Phase belegen. So, und das sind also Dinge, die dann passieren. Und Moira findet das gar nicht gut. Du hast uns auch eine Szene mitgebracht aus dem Buch. Ja. Ich glaube, das wäre ein guter Einstieg, mal so ein bisschen, dass wir uns mehr von der Geschichte vorstellen können. Ja. Und ich freue mich ja schon drauf, wenn Nessie was vorliest. Da würde ich aber vielleicht erstmal mal kurz erklären, was vor der Szene passiert ist. Ja, gerne. Und zwar gibt es in dieser Wüstenregion gibt es riesengroße Insekten. Die sind so wie Rottweiler von der Größe her. Das sind so staatenbildende Insekten. Und die haben vor knapp 10 Jahren angefangen, menschliche Siedlungen anzugreifen. Und man weiß nicht genau, warum. Und Moira ist gerade in einem... Sie ist Wissenschaftsjournalistin, sie war Ärztin, ist Wissenschaftsjournalistin geworden und wollte gerade in einem Krankenhaus eine Sendung machen. Und da wird dieser Ort angegriffen und sie werden evakuiert von Soldaten. Und die tragen alle so Helme, das sind also alle so gesichtslose Soldaten. Und sie werden evakuiert mit einem Helikopter und der wird allerdings auch angegriffen. Und bevor der abstürzt, springen die Leute ab und sie und dieser Soldat Roh, der sie da auch hingebracht hat, die machen einen Tandemsprung, landen in der Wüste und laufen jetzt auf die Rauchfahne zu, wo der Helikopter abgestürzt ist, in der Hoffnung, da noch Wasser zu finden oder irgendwas, was ihnen helfen kann. Okay. Soweit die Einführung. Es macht es nur noch spannender. Ja. Ich weiß nicht, Esther, ob du wusstest, dass dein Buch auch schon in Star Trek vorkam? Ach was, nee, das wusste ich nicht. Ja, in Star Trek 5, wo sie am Anfang singen, row, row, row your boat. Ah. So, das muss ich leider unterbrechen. Ich muss ein bisschen die Anspannung lösen. So, jetzt hole ich euch gleich aus den Ohren raus und gehe in den anderen Screen. Genau. Dann höre ich euch nicht mehr und kann... in Ruhe lesen. Genau. So, dann klicke ich mal. Wo ist meine Maus? Jetzt ist sie weg. Die Maus ist weg, da ist sie. Geekbibliothek Lesung, dann bis gleich. Tschüss, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Dann bis gleich. So, zack. Ah. Dann. Boah, ich bin echt tatsächlich. Ich zittere, aber das sieht man Gott sei Dank nicht. Ich lasse die Finger. Also nicht im Bild. Okay. Los geht's. Roh. Der Pilot lag auf dem Rücken. Schwarze Uniform, schwarzer Helm mit Gesichtsvisier, ein Soldat wie die anderen. Roh bemerkte ihren Blick. »Er ist tot«, sagte er, obwohl er es nicht überprüft hatte. Wortlos ging sie zu dem Piloten hinüber. Hatten da eben die Finger in den schwarzen Handschuhen gezuckt? Moira beschleunigte ihren Schritt, kniete sich neben den Mann. Steine stachen in ihre Knie. Sie öffnete den Kragen der Uniform und legte die Finger an die Karotis. Ein schwacher Puls, nicht mehr als ein Flattern. Eilig machte sie sich daran, den Kinnverschluss seines Helmes zu lösen, doch plötzlich hockte Roh neben ihr, packte ihr Handgelenk. Nicht schmerzhaft, aber bestimmt. »Er wird es nicht schaffen, Ma'am.« Seine Stimme war ruhig, ohne jede Emotion. Sie drehte ihr Handgelenk aus seinem Griff. »Das steht noch nicht fest.« »Er ist zu schwer verletzt, Ma'am.« »Wer ist hier der Arzt?« Sie ließ den Kinnverschluss aufschnappen. »Holen Sie mir lieber...« Sie stockte, als sie das hohle Keuchen hörte. Es klang gedämpft durch den Helm, doch Moira hatte es schon zu oft gehört. Die Lungen hatten die letzte Atemluft hinausgepresst. Es war nicht nötig, seinen Puls noch einmal zu fühlen. Sie tat es trotzdem. Kurz erwog sie eine Herzmassage, doch selbst wenn sie ihn hätte zurückholen können... Sie hatte keine Möglichkeit, ihn zu stabilisieren, nichts, womit sie ihn hätte transportieren können. Sie würde sein Leben zurückholen, nur um ihn erneut sterben zu lassen. Roh ging, um weitere Dinge zu bergen, während Moira neben dem toten Piloten kniete. Noch ein junger Mann, der nie mehr nach Hause zurückkehren würde. Ob er Geschwister hatte? Eine Frau? Damit seine Familie zumindest Gewissheit bekam, musste sie seinen Tod dokumentieren. Auf ihrem Screen rief sie den Social Rear auf und scannte seinen Chip. Auf dem Display erschien eine Zeichenfolge PSW 105, darunter Second Lieutenant und Pilot.
Sie starrte auf die Zeichen. Irgendwo dort hätte ein Name stehen müssen. Trotz der Wüstenhitze stellten sich die Härchen auf ihren Armen auf, als sie das erste Symbol der Zeichenfolge erkannte. Das war kein P. Es war ein griechischer Buchstabe. Der Buchstabe Rho. Sie sah über die Schulter zurück. Rho spähte gerade in die abgestürzte Maschine. Rasch öffnete sie das Visier des Toten. Das war Rho. Kein jüngerer Bruder, kein Mann mit einer Familienähnlichkeit. Es war dasselbe Gesicht. Zuerst der Mann auf dem Dach und nun dieser Pilot. Es war klar, was das bedeutete, bedeuten musste, aber das war unmöglich. Wissenschaftlich unmöglich. Imprinting-Defekte, Zellvereinzelung, Mitochondrien-DNA, Leihmütter, die Begriffe wirbelten in ihrem Kopf. Sie hatte die Diskussionen in der Fachwelt nur am Rande mitverfolgt. Es war nicht ihr Fachgebiet. Aber eins wusste sie sicher. Die Ausbeute lebensfähiger Klone reichte nicht aus, um eine Armee einheitlicher Männer zu erschaffen. Hinter ihr knirschte der Sand. Ihr wurde klar, dass er näher kam, dann stehen blieb, schräg hinter ihr. Sie hätten das nicht tun sollen, sagte er. Sie schluckte. Ihre Kehle fühlte sich trocken an. Rho ist gar nicht ihr Name, nicht wahr? Er antwortete nicht gleich. Vielleicht überlegte er, wie viel er ihr offenbaren konnte. Firmendaten. Vermutlich hätte sie nichts von all dem jemals erfahren dürfen. Schließlich sagte er, Rho ist meine Charge. Charge, wiederholte sie benommen. Charge Rho, Serie T, Reihe X, fortlaufende Nummer 4-3. Sie stand langsam auf, wandte sich zu ihm um. Haben Sie überhaupt einen Namen? Rho TX43. Ihr Kopf war merkwürdig leer, während sie den Soldaten anblickte, in dessen Zügen sich keinerlei Empfindung zeigte. Klone, brachte sie schließlich hervor. Rho nickte. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass jede Information über die Existenz und Herstellung von Klonen Firmeneigentum ist. Jede Veröffentlichung dieser Firmendaten wird gerichtlich nach § 2 CDA verfolgt und mit Bußgeld oder Gefängnis von bis zu 10 Jahren geahndet. Das war so ziemlich der längste Satz, den er gesprochen hatte, seit sie sich begegnet waren. Mussten Sie das etwa auswendig lernen? Ja, Ma'am. Er zog einen Screen aus der Halterung am Gürtel, wischte darauf herum und gab ihn ihr. Das Display zeigte einen scrollbaren Text. Was ist das? Die Verschwiegenheitserklärung. Sie müssen sie unterzeichnen. Und wenn ich das nicht tue, erschießen Sie mich dann? Nein, Ma'am. Sie wartete, dass er noch etwas sagte, aber das tat er nicht. Also hielt sie ihm das Gerät wieder hin. Dann warte ich damit noch ein wenig. Jo! Das war ein kleiner Auszug aus Rho. Ich muss was trinken und in der Zeit blende ich schon mal wieder über. Und noch höre ich euch nicht. Ich stecke das ins Ohr und dann bin ich wieder da. Hallo! Hallo, sehr gut gelesen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Danke. Oh, ich bin am Zittern. Mein Gott, was ist los? Gott. Ich habe doch schon öfter was gelesen. Also, naja. Da musst du aber wirklich nicht. Da kommt man sehr gut zuhören. War echt gut. Ja. Ah, Dankeschön, danke. So. Ja. Was ich mich jetzt gerade frage, ist, wie viel Sci-Fi steckt jetzt wirklich in dem Buch? Also gibt es da auch mal so Raumschiffe, einen Weltenkrieg, erzähl mir. Ich als Nicht-Sci-Fi-Leser und Fan bin jetzt so neugierig auf das Buch, aber ich möchte gern wissen, was mich da noch erwartet. Ich könnte sagen, es ist Sci-Fi für Anfänger. Also es gibt tatsächlich keine Raumschiffe und Raumschlachten. Es ist so ein bisschen, es gibt auch den Begriff Social Sci-Fi. Also der Witz an Science Fiction ist ja, dass Dinge in die Zukunft extrapoliert werden, in die Zukunft gedacht werden. Und das kann die Technik sein, es muss aber nicht die Technik sein. Es können auch soziale Entwicklungen sein. Und auch das Klonen ist natürlich so gesehen eine Technik, halt eine biologische Technik. Und ich habe mir halt überlegt, also wenn wir tatsächlich mal einen Planeten finden, der faktisch besiedelbar ist, wer würde diese Besiedlung organisieren und finanzieren? Russland, die USA, die EU, die UNO, die... Oder wären das nicht eher die Elon Musks unserer Zeit?
Ich wollte es gerade aus Witz sagen, aber du bist, ja, ich wollte. Genau. Das ist der erste Gedanke. Die Firmen, die das ausbeuten wollen, die bringen dann ihre Mitarbeiter dahin, die bringen ihre Familien hin. Das heißt, die Firmen müssen die Infrastruktur herstellen, die müssen Schulen herstellen und so weiter, wohnen, arbeiten, Unis, all das müssen die Firmen machen, ohne dass sich irgendeine demokratische Struktur dort abbilden wird. Also zumindest am Anfang nicht, möglicherweise. Das heißt, Deutsche Rageia ist im Grunde eine Konzernokratie und sie basiert auf den Prinzipien Leistung und Wettbewerb. Und man ist total abhängig von seinem Arbeitgeber natürlich, weil der einem Wohnen, Lehre, alles zur Verfügung stellt. Jetzt sagt die Wissenschaft, unser evolutionärer Vorteil als Spezies ist nur zum Teil unsere Intelligenz. Unser eigentlicher Vorteil ist unsere Fähigkeit zur Kooperation. Das ist viel ausschlaggebender. Und erst diese Arbeitsteilung, die wir haben, hat eben zu Wohlstand und Kultur geführt. In der Biologie gibt es allerdings Kooperation nur da, wo alle Individuen genetisch miteinander verwandt sind. Also echter Altruismus findet man in Bienenstaaten zum Beispiel oder in Ameisenstaaten, weil Bienen faktisch alle Schwestern sind. So. Und das war für mich dieser Gegensatz. Einmal diese Gesellschaft, wo es um Wettbewerb und Konkurrenz geht, wo Firmendaten das höchste Gut sind, wo das geschützt wird, weil man Wissen eben nicht preisgeben will. Und auf der anderen Seite zum einen diese Mentis, die ja staatenbildende Insekten sind. Also da haben wir dieses. Und zum anderen die Klone, die eben auch alle Brüder sind, die alle genetisch miteinander verwandt sind, die also dieses Zwischending zwischen Menschen und, ich sag mal, einem Insektenstaat bilden. Und das so ein bisschen, sich damit zu beschäftigen inhaltlich, das war das, was mich interessiert hat. Und nicht die Technik, kein Hard Sci-Fi. Sehr gut. Das klingt auf jeden Fall nach einem Buch für mich. Sehr gut. Ist es denn ein Einzelband oder kommt da noch eine Fortsetzung? Nein, es ist ein Einzelband und wird auch einer bleiben. Die Geschichte ist da eigentlich zu Ende erzählt. Aber könntest du dir vorstellen, im selben Universum eine andere Geschichte noch zu erzählen? Also ich sag mal, ich habe die Figuren zum Teil sehr lieb gewonnen, insbesondere den 78. Weil die Klone haben natürlich alle nur Nummern. Der 78 und der andere ist der 43. Aber eigentlich nicht. Dann habe ich eher noch andere Ideen, in denen ich die drängender sind, sage ich mal. Okay. Also jetzt hast zweiten Finsternis bin ich am Überlegen, ob ich ein Prequel-Sequel mache. Ah, okay. Also wo ich sowohl die Vorgeschichte als auch die Nachfolgegeschichte parallel erzähle. Das würde mich auch mal reizen von der Plotting-Struktur her, dass man das so hinkriegt, dass es eben für die Leser trotzdem angenehm und nachvollziehbar ist. Aber nicht bei Ru. Okay. Jetzt hast du bei Ru ja eine weibliche Protagonistin und dann kommt der Klon dazu, aber ist ja auch männlich, sage ich jetzt mal. Gibt es denn da auch eine Liebesgeschichte? Sprühen da die Funken oder finden wir uns da in einem Bett wieder oder wie hoch geht es daher bei dir? Das ist insofern ganz lustig, weil ja, die beiden, zwischen den beiden passiert schon was. Meine Lektorin war die Gründerin vom Sieben Verlag. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Und der Sieben Verlag macht halt ganz viele Liebesgeschichten. Und für sie war die Liebesgeschichte nicht liebesgeschichtig genug, sage ich jetzt mal so. Und sie hat mich dazu gebracht, dass ich zumindest an ein paar Stellen noch ein bisschen hochdrehe. Ich habe in manchen Büchern Erotik drin, in dem Buch nicht so. Da wird tatsächlich abgeblendet, in dem Moment, wo es dann zur Sache geht, weil ich dachte, das ist da nicht so wichtig. Das Wichtige war erzählt worden, nämlich, dass er total irritiert davon ist, weil er das ja noch gar nicht kennt. Er kennt nur den Film. Und die Szene hätte ich natürlich auch raussuchen können. Und sie ist ziemlich entsetzt, als sie hört, wie Sexualität unter den Klonen irgendwie, wie das ihnen präsentiert wird und gelebt wird. Und für ihn ist das... einer meiner Testleser hat das sogar gemerkt. Also alles wird aus der Sicht erstmal von Moira geschrieben. Und dann haben sie eben diese erste gemeinsame Nacht. Wobei ja Nacht gibt es ja nicht auf Deutsch Rageia, aber ihr wisst, was ich meine. Und
Und die nächste Szene ist die erste Szene, die aus seiner Sicht geschrieben ist, also wo ich seine Perspektive einnehme. Was auch sehr spannend war, weil ich natürlich einen ganz anderen Sprachduktus nehmen musste. Dieser Klon, der ganz wenig kennt, er nennt sie auch immer die Zivilistin. Und und der sogar noch gar nicht wirklich merkt, was hier gerade passiert ist, aber das war so das ist so das erste Erwachen, was er hat. Mhm. Und er hat eigentlich eine sehr viel stärkere Story-Arc als sie, also eine sehr viel stärkere Veränderung macht er durch, weil sie ihm von Anfang an sagt, du bist ein Mensch. Das macht dich nicht weniger menschlich, weil, dass du, keine Ahnung, fast 100 Brüder hast. Und für ihn, er ist aufgewachsen mit, ich bin ein Klon und sie ist ein Bio. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Mhm. Und diesen Weg zu gehen, zu merken, dieses in gewisser Weise auch Selbstwertgefühl zu finden, das ist sein Weg. Je mehr du erzählst, desto neugieriger werde ich, ganz ehrlich. Freut mich. Wie viele Seiten hat denn das Buch? Wie viele Seiten hat das Buch? Also gut 300, also 320 ungefähr. Mein Verlag macht ja nichts über 350 und ich glaube, macht er sogar noch weniger, weil die, ich glaube, inzwischen ist die ganz über 300, weil die Papierpreise so hoch gegangen sind. Stimmt. Und der Verlag sagt, es kauft halt niemand ein Buch für 28 Euro. Das wird zu teuer. Aber es gibt es natürlich auch als E-Book. Ganz naive Frage, kann man nicht kleiner drucken? Ja, aber wenn es zu klein wird, also ich habe hier tatsächlich Bücher stehen. Kurt Tucholsky, das sieht man glaube ich nicht. Seht ihr das? Ja. Doch, sieht man ja. Das ist so aus den 60ern, glaube ich. Es ist halt schon sehr, sehr klein gedruckt und irgendwann merkt man, dass es doch mühsam wird zu lesen. Und das sind dann so, man schlägt es auf und das sind so Buchstabenwüsten. Ja. Okay, ja. Und das macht man dann nicht gerne. So geht es mir auch immer, wenn es so klein geschrieben ist. Aber da sind ja die E-Reader gut, da kann man die Schriftart so groß stellen, wie man es haben will. Genau, und man hat dann auch mehr Platz in den Bücherregalen. Genau, auf jeden Fall. Wobei ein Buch ist immer noch ein Buch. Also ich brauche immer irgendwie, ja, meistens kaufe ich dann doch noch das Print dazu, weil ich das irgendwie haben will einfach. Ja. Das Physische brauche ich einfach. Jetzt ist Roh quasi dein neuestes Buch. Ja, genau. Das ist im März erschienen. Aber dazwischen gab es ja noch eine Dilogie. Genau, es gab noch die Welt der Schwerter. Mit denen bin ich tatsächlich als erstes, also der Verlag, der beide rausgebracht hat, ist die Verlagsgruppe BD Media oder BD Toms heißen die jetzt, glaube ich. Da sind verschiedene Verlage drin. Zum einen Plan 9 und zum anderen Lindwurm und noch ein paar mehr, aber das sind meine beiden. Lindwurm macht Fantasy, Plan 9 macht Science Fiction. Und ich kam mit dem Welt der Schwerter und das Ding hat halt 700 Seiten und dann sagten die, ja, wir wollen halt nicht mehr als 350, kannst du nicht um die Hälfte kürzen? Kinderspiel. Und jetzt ist das Problem, dass dieses Buch ist so aufgebaut, dass ich zwei Erzählstränge habe, die sich abwechseln. Das ist auch wieder, ich liebe ja Plotten und das war auch so eine Übung. Ich hatte gelesen die Sturmlichtchroniken. Die kennt ihr vielleicht auch. Ist eine Fantasy-Reihe von Brandon Sanderson. Mhm. Und in den Sturmlichtchroniken gibt es irgendwie drei wesentliche Erzählstränge. Und ein Erzählstrang war total spannend und der hat einen total berührt. Da ging es um Leben und Tod. Und dieser Mensch, um den es da ging, der war so, dass man unbedingt wollte, dass es ihm gelingt und der hat sich eingesetzt für seine Leute und dann hat er sie alle verloren und dann wollte man, dass er, und die anderen Erzählstränge waren so, ja, ganz interessant, aber man hat sie nur gelesen, weil man dachte, vielleicht ist da noch was Wichtiges, aber eigentlich wollte man zurück zu Kaladin, hieß der, glaube ich. Und ich habe gedacht, okay, jetzt will ich möchte ein Buch schreiben mit zwei Erzählsträngen, wo man nicht einen überblättern will, sondern die zusammenhängen und die nicht nur beide gleich intensiv sind, wenn auch unterschiedlich vom Inhalt her, aber gleich intensiv, sondern eben, wo es dann auch immer so
Verquickungen gibt. Einfach, dass man merkt, das gehört auch schon zusammen. Also nicht wie bei Game of Thrones, wo irgendwie über 8 Bände hinweg Leute sich nie begegnen. Ja. Das war also so für mich, das war eben so diese Übung. Und ich hatte diese 2 Erzählstränge und jetzt sagt man mir, nimm einen davon weg. Da wäre halt das ganze Konzept kaputt gewesen. Ja. Und dann habe ich mit dem Lektor gesprochen, dem Oliver Hoffmann, und habe gesagt, also Hälfte kürzen ist irgendwie kacke. Können wir es nicht in 2 Teile teilen? Und da haben die mitgemacht. Das fand ich also sehr schön. Okay. Und das hat sich dann auch später aufs Design niedergeschlagen. Ich wollte das schon immer mal haben. Bücher. Das ist sehr cool zusammen, ja. Genau. Das wollte ich ansprechen, ja. Die hinten ein Bild ergeben. Und es ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das sind ja auch quasi ein aufgeteiltes Yin-Yang-Zeichen. Ja. Stand auch gerade schon im Chat, die Bianca. Sieht aus wie Yin und Yang. Ja, genau. Und ich habe auch hier, ich habe mein... Sieht man das? Ah, ja. Na, so mein einziges Nerd-Shirt habe ich selber. Moment mal, du hast ja besitzt aber sogar Star Trek-Uniform. Also. Ja, aber das ist also diese Shorts mit interessanten Botschaften drauf. Dieses Beinahe hätte ich mir mal gekauft, diesen. Ich hatte Freunde auf diesem Todesstern. Sehr schön. So, und traurig irgendwie auch. Ja, genau. So, und dann ist eben ein Zweiteiler draus geworden. Ich sage mal ein Zweibänder für Beidhänder oder mit Beidhänder, weil das sind ja. Aber auch quasi zum selben Erscheinungstermin. Nee, das ist ein bisschen früher rausgekommen. Das ist von Ende letzten Jahres sind die beiden erschienen. Okay. Genau. Und jetzt wollen wir natürlich auch was zum Inhalt wissen. Ja, ich habe sogar Bilder. Das ist das erste Mal, dass ich meine Figuren gemalt habe, weil ich das gerne wollte. Also es ist High Fantasy. Mhm. Und High Fantasy ist ja so ein sehr konservatives Genre, sagt man. Das ist so das, wo so starke Männer mit Schwertern aufeinander eindreschen. inzwischen gibt es in der High Fantasy immer mehr Heldinnen. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, hier passiert genau das, was ich aus meiner Arbeitswelt kenne. Da heißt es immer, wenn Frauen Karriere machen wollen, dann müsst ihr halt kompetitiver werden, durchsetzungsstärker, dann müsst ihr halt das Spielen mitspielen. Also ihr müsst mehr so werden wie Männer, wenn ihr Karriere machen wollt. Und ich denke immer, könnte stattdessen das System nicht einfach weiblicher werden? Und ich glaube, das passiert auch langsam. Und in der High Fantasy passiert aber das Gleiche. Da gibt es dann Frauenfiguren als Helden, die halt kämpfen, saufen und huren, als hätte man bei der Figur einfach nur das Geschlecht ausgetauscht. Und man bezeichnet solche Figuren, gibt es auch einen Ausdruck für, als Männer mit Brüsten. Die sind halt von ihrem Verhalten her irgendwie Männer, aber sie haben halt eine weibliche Figur. So. Und was uns das unterschwellig sagt, ist eigentlich, männliche Eigenschaften sind cool und weibliche irgendwie nicht. Es gibt in der High Fantasy wenig coole Helden, die sanft, einfühlsam und freundlich sind. Das ist nicht so eine Genre für High Fantasy. Ich rede jetzt nicht von Doctor Who, der ist so, ja. Aber halt nicht High Fantasy. So, und ich wollte genau so eine Männerfigur mal schaffen. Ich wollte, und da ist er, das ist Prinz Silurin, sieht man den? Ja. Genau. Der ist halt freundlich, einfühlsam, belesen, musisch. Kurz für seinen Vater, den König, ist er eine Riesenenttäuschung. Und Silurin ist allerdings der Kronprinz. Er hat noch einen Bruder, das ist der Corridan. So. Der ist mehr so das, was sein Vater sich vorstellt unter einem Sohn. Leider ist Corridan der Bastard, das heißt, er kann nicht König werden. Seine Mutter war nicht die Königin. Und Silurin. Und für mich war es aber auch interessant, also wenn man die 2 nebeneinander sieht, ganz ehrlich, wenn ich die so zeige, irgendwelchen weiblichen Leserinnen, dann finden irgendwie alle finden den Corridan toll. Und ich denke mal, ja, es ist komisch, dass wir immer noch so auf Männer stehen, die uns irgendwie von einem Säbelzahntiger verteidigen könnten. Es gibt gar keine Säbelzahntiger mehr. und ich wollte mal selber sehen, kriege ich das hin, einen Helden zu erschaffen, den ich als männlich empfinde, und dem diese klassischen Heldentugenden eigentlich abgehen, der eben kein Kämpfer ist und kein cooler Typ. Und der, wenn er dann mal ein Schwert in die Hand nehmen muss, der hinterher Gewissensbisse hat und der das total scheiße findet. Und
Ja, so. Und so habe ich eben versucht, den Siloren aufzubauen. Siloren soll heiraten, er muss heiraten, und zwar in diesem Land muss der angehende König immer die Hohepriesterin heiraten. Die wird dann extra gesalbt und die kriegt so bei der Salbung, erhält die so ein Mal auf der Stirn, was dafür sorgt, dass jeder Mann, der sie sieht, sich in sie verliebt. Deswegen muss sie dann immer so zumindest ein Stirnband tragen, aber meistens so einen ganzen Schleier. Und davon habe ich auch ein Bild. Da ist Sinn. Genau. Und jetzt wird Corydon losgeschickt, also der Kriegerbruder quasi wird losgeschickt, um Lynn abzuholen vom Tempel. Also er weiß noch gar nicht, wer es ist. Die wird erst noch gesalbt. Sie weiß es auch noch nicht. Die Szene, die du gleich liest, da weiß sie noch gar nicht, was womöglich auf sie zukommt, weil alle Mädels, die in diesem Tempelstift leben, die werden halt in dieses Ritual geschickt und eine kommt halt raus als Akeldash. Und man weiß nicht wer, weil die Göttin selber das quasi auswählt, dadurch, dass sie dieses Mal verteilt. Und aber der erfahrene Leser weiß natürlich sofort, klar, die weibliche Figur, die eingeführt wird, muss natürlich dann die werden. Also, deswegen nehme ich jetzt hier, das ist kein großer Spoiler, glaube ich mal. Also Corydon wird losgeschickt, sie zu holen. Und derweil hat der Nachbarkönig Spitz gekriegt, der alte König ist krank, der Kronprinz ist schwach, die Akeldash, die, wer immer die heiratet, wird König, die wird gerade neu gesalbt. Das ist doch mal eine gute Gelegenheit anzugreifen. Das macht er auch. Und Siloren wird, damit er nicht im Weg rumsteht, in irgendeine abgelegene Burg verfrachtet und trifft dort auf Kira. Das ist sie. Kira ist eigentlich engagiert worden, um ihn zu beobachten und wenn es denn sinnvoll ist, umzubringen. Also sie arbeitet eigentlich für den anderen König, aber sie soll ihn erstmal nur beobachten und gegebenenfalls in seine Dienste treten. Das kriegt sie auch hin und er ist ja nicht dumm. Also aber er denkt immer, es ist ganz gut, einen Feind eher näher zu haben, als ihn nicht in Sichtweite zu haben. Und Siloren hat aus verschiedenen Gründen hat er eine Vermutung, was der andere König plant. Und er denkt jetzt, wenn er diese Schlacht, die da womöglich bevorsteht und von der sein Vater gar nichts ahnt, wenn er die wenden könnte, dann könnte er vielleicht endlich den Respekt seines Vaters erringen. Und obwohl das ihm eigentlich gar nicht entspricht, aber er denkt, Corydon wird jetzt einfach losgehen. Corydon wird es einfach machen. Vielleicht sollte ich einfach mal diese ganzen Zweifel beiseite legen und tun, was getan werden muss. Und so haben wir diese zwei Erzählstränge. Wir haben Corydon, der mit Lynn zusammen unterwegs ist und dann eben dieses Kriegsgeschehen reinkommt. Und wir haben Siloren, der mit Kira zusammen unterwegs ist und versucht, diese Schlacht zu gewinnen oder zu verhindern, was immer ihm gelingt. Und die zwei Perspektiven, von denen du erzählst, das sind dann die von den Brüdern. Das sind die beiden Erzählstränge, wobei der Erzählstrang von Corydon ist eigentlich, da ist die Hauptfigur die Lynn. Ah, also ja. Lynn auf der einen Seite und Siloren auf der anderen Seite. Okay. Aber es sind halt zwei Stränge. Ich habe auch alle vier haben eine Perspektive. Ah ja. Also man liest von allen vier, aber da es zwei Erzählstränge sind, kommt man nicht wirklich durcheinander. Weil das ja dann Kira und Siloren haben einen Erzählstrang zusammen und Corydon und Lynn haben einen Erzählstrang zusammen. Und sie kommen natürlich dann irgendwann auch zusammen. Irgendwann kreuzen sich die Wege. Genau, sie haben ja beide das gleiche Ziel, nämlich dann zum König selber vorzustoßen. Klingt auch sehr, sehr interessant. Ich freue mich auf die Szene, die du uns mitgebracht hast. Du hast ja kurz schon verraten, um was es geht. Also brauchen wir wahrscheinlich keine Einführung mehr, sondern können gleich loslegen. Genau. Sehr schön, Nessie, dann bist du wieder dran. Genau, noch als Info, das ist, der Auszug wurde gewählt mit dem Hintergedanken, dass Christian das liest. Das schicke ich einfach nur mal so raus. Okay, dann viel Spaß. Ihr seid jetzt nochmal weg und wir sehen uns in ein paar wenigen Minütchen. Genau, bis gleich. Haha, ich habe den Buchtipp abgefahren. Das war natürlich falsch, wie ihr gemerkt habt. Ich tippe jetzt auf... Gott, ich sollte... Lesung, das ist es, was ich... Also jetzt seid ihr weg. Tschüss.
So. Gut, los geht's. Ich schiebe mir das Fenster noch ein bisschen zur Seite, dann kann ich mir in die Kamera gucken. Welt der Schwerter, Band 1. Lin stützte die Arme auf die steinerne Brüstung und musterte den Anwärter kritisch. Die rot gefärbten Hörner seines Ulfans, die auffälligen Pluderhosen und der samtene Wanz waren ziemlich übertrieben und, was bei einem so jungen Mann vielleicht noch angehen mochte, wirkte bei seinem Vater geradezu lächerlich. Welch ein prächtiges Beispiel für den Nachwuchs unseres Hochadels. Ich weiß gar nicht, was du hast. Taya schüttelte den Kopf. Der junge Markgraf ist doch wirklich ansehnlich. Noch ist er kein Markgraf, sondern bloß Sohn. Trotzdem läuft er schon, als trüge er sein Schwert nicht an der Seite, sondern zwischen seinen Beinen. Zu komisch, wie verlegen Taya wurde. Man konnte zusehen, wie sich ihre Wangen verdunkelten, als drehe jemand am Docht einer Lampe. Warum sagst du immer solche Dinge? Stimmt es etwa nicht? Lin löste sich von der Brüstung und stolzierte umher, die Arme angewinkelt, die Hüfte nach vorne gedrückt. Seht her, sagte sie mit tiefer Stimme, ich bin der Sohn des Markgrafen, ich mache alle Frauen glücklich. Taya hatte Mühe, ein Lachen zu unterdrücken, aber es lag auch ein wenig Furcht in ihren Augen. Auch sie würde in wenigen Wochen den Mann kennenlernen, dem ihr Vater sie versprochen hatte. Sie wusste nur, zu welcher der adeligen Familien er gehörte und dass er 20 Jahre älter war als sie selbst. Da hatte Beringa es doch besser getroffen. Immerhin war ihr Bräutigam ein entfernter Cousin, mit dem sie als Kind bereits gespielt hatte. Trotzdem beneidete Lin sie nicht. Beringa würde bald schon feststellen, wie sehr sich die Männer im wahren Leben von den Helden der romantischen Balladen unterschieden, die sie sich immerzu rezitieren ließ. Der Tempel mochte ein Käfig sein, aber er war Lin lieber als derjenige, den Beringa im Begriff war, zu betreten. Jetzt begrüßte die Priorin den Markgrafen und seinen Sohn. Aus der Entfernung ließen sich keine Worte verstehen und so belegte Lin die Szene mit einem eigenen Dialog. Sie lispelte. »Ich freue mich immer, Kundschaft zu begrüßen zu können.« Dann senkte sie die Stimme. »Wir kommen, um die neue Ware zu besehen.« Taya verpasste ihr einen Rippenstoß. »Du bist unmöglich.« Lin tat entrüstet. »Ein Mann wird sich doch noch umsehen dürfen, oder?« Natürlich bestand das Eheversprechen zwischen Tarundin und Beringa schon seit Jahren, aber Lin wusste auch, wie wenig das für den Bräutigam bedeutete. Wahrscheinlich hatte sich der junge Fürst die Hörner schon an den Mägden im Schloss seines Vaters abgestoßen. Mädchen hingegen sperrte man in ein Damenstift, bis der Bräutigam geruhte, sie abzuholen. Taya schüttelte den Kopf. »Manchmal denke ich, du magst Männer generell nicht. Von mir aus hätte die Göttin sie nicht zu erschaffen brauchen.« »Aber ohne Männer, wer würde uns Frauen beschützen?« »Ohne Männer?« gab Lin zurück. »Wovor müssten wir Frauen beschützt werden?« »Und du wunderst dich, dass dein Vater keinen Gatten für dich findet.« »Wundern? Ich hab sie doch mit Absicht alle vergrault.« Taya grinste und zitierte den Weisen von Grendt. »Wohl dem, der wünscht, was er hat.« So viel dazu. Welt der Schwerter, Band 1. Ihr seid zurück im Bild zu hören, zu sehen und ich höre euch auch nochmal. Hallo, das war großartig. Das war großartig, sehr schön. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie diese Reise zwischen Lin und Corinne. Also Lin gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Es ist witzig, als ich den Text vorhin gelesen hatte, hatte ich auch schon optisch ein komplett anderes Bild im Kopf, als das, was du vorhin hochgehalten hast. Es ist, keine ist verrückt. Zierliche, hübsche. Ja, ich habe die direkt irgendwie ein bisschen buschikoser angelegt, keine Ahnung. Also im Kopf so. Kann ich sehen. Schön. Ist aber vollkommen in Ordnung, weil sie ist auch von ihrer Art her ist sie natürlich ein bisschen buschikoser. Und ich habe in einer Blogtour habe ich Szenen geschrieben, die nicht im Buch sind. Also für die Bloggerinnen. Die Bloggerinnen haben gesagt, also ich habe ihnen quasi die magische Drachenklinge gegeben, mit denen sie in das Buch einsteigen konnten.
Und dann konnten sie mir sagen, an welcher Stelle oder wen sie gerne kennenlernen würden. Und dann habe ich Szenen geschrieben, wo ich diese Bloggerinnen reingebaut habe. Oh, cool. Und die eine Bloggerin, die hat gesagt, sie würde, weil was die Lynn nämlich macht, also diese Mädchen, die haben ja, die werden dann zum Teil, nicht nur mit Alten, der Tarun, die ist ja auch relativ jung, die werden dann eben, diese Eheverträge sind eigentlich schon gemacht, aber man lässt halt den jungen Leuten immer so ein paar Bereiche, wo die dann selber nochmal miteinander reden können und das abstimmen können. Und die Priorin selber ist zur Neutralität verpflichtet und das Mädchen darf dann halt immer eine Freundin mitnehmen, so quasi als Anwältin. Und da hat also seit Jahren schon die Lynn immer diese Anwältinnenrolle übernommen, um dann für ihre Freundin zu streiten. Und so eine Szene habe ich dann für eine Bloggerin geschrieben. Die Bloggerin ist also quasi die Dienerin, die das Essen bringt und beobachtet dann, wie die Lynn da den armen Anwärter fertig macht. Kann man das noch irgendwo lesen? Ja, das ist... ach je, da müsste ich jetzt gucken, welchen Blog, weil es waren irgendwie 5 oder 6 Blogs mit verschiedenen Szenen und das war eine davon. Die kann ich euch, weiß nicht, ob ich das im Nachgang nochmal rausholen kann. Das können wir nachreichen. Ja. Da würde ich einfach mal auf unser Discord verweisen oder so. Ja. Da können wir dann im Nachgang werden wir es da reinschreiben. Genau. Klingt nämlich auf jeden Fall auch witzig und sehr originell für eine Blogtour, muss ich sagen. Großes Kompliment. Also das hat auch viel Spaß gemacht, habe ich zum Teil mit den Bloggerinnen, haben wir tatsächlich einen Dialog gemacht. Also wir haben dann uns geschrieben auf, ich glaube in dem Fall war es tatsächlich Instagram, diese Nachrichten. Und dann hat sie halt geschrieben, was sie schreiben, sagen würde in der anderen. Und dann habe ich geschrieben, was Corinan antwortet. Und dann gab es tatsächlich einen Dialog und dann habe ich nur noch ein bisschen gefeilt und rumgeschrieben. Genau. Sehr, sehr cool. Nessie, wie sieht's denn im Chat aus? Gibt es noch Fragen? Ein paar Fragen haben wir bekommen. Der Flo hat heute ganz viel Fragen gestellt. Das finde ich schön. Unser Florian Spitzohr. Ja, ich fange mal an. Am Anfang hast du von einem Event in Wolfenbüttel gesprochen. War das das Event mit Andreas Eschbach? Ach so. Also bei dem Event mit Andreas Eschbach war ich tatsächlich auch da. Aber was ich in Wolfenbüttel eigentlich immer wieder mache, manchmal mehrfach im Jahr, die bieten Kurse an, Schreibkurse. Und das ist immer sehr schön. Zum Teil auch Fantasy. Es gibt immer 2 Fantasy-Schreibkurse im Jahr. Das eine für Kurzgeschichten und das andere für andere Themen. Da ist der Klaus Frick mit dabei, der wahrscheinlich ein Begriff ist. Von Peri Rodan, genau, der ist da als und die Katrin Lange, die man vielleicht auch kennt, die schreibt eigentlich auch Thriller und Krimis, aber eben auch Jugendfantasy. Genau, und diese Kurse kann ich echt empfehlen, die sind nicht so teuer wie in vielen anderen und Kost und Logis ist, kann man direkt dann dort auch mitkaufen zu angenehmen Preisen. Also man muss sich bewerben. Man kommt oft nicht beim ersten Mal rein, aber dann bitte nicht aufgeben, sondern weitermachen. Der Olaf Kutzmutz, der das organisiert, der guckt, dass immer wieder neue Leute auch reinkommen und dazukommen. Also dann einfach nochmal und nochmal. Ich habe, glaube ich, 3 Anläufe gebraucht, bis ich drin war. Mhm. Cool, weil der Florian sagt gerade, dass seine Frau in Wolfenbüttel bei einem Event mit Andreas Eschbach auch war. Vielleicht seid ihr euch da ja schon über die Füße gelaufen. Vermutlich, ja. Weil, wie gesagt, das war tatsächlich ein Event. Das war quasi eine Hommage an Andreas Eschbach, wo dann Leute auch Vorträge gehalten haben über Andreas Eschbach. Und er war nur dabei und saß da und hat geschmunzelt. Also das war wirklich ein Event, aber sonst kann ich eben die Kurse sehr empfehlen. Dann lobt der Flo die schönen Räume im Bücherregal, die hinter dir stehen. Ah, danke schön, ja. So was Ähnliches hat unser Christian auch geschenkt bekommen und wird das mal basteln. Ah. Ja, ich habe die selber gemacht. Komplett selbst, auch erdacht. Ja. Also ich hatte ein Puppenhaus. Also eigentlich wollte ich ja sagen, das sind die, da wohnt mein Mini-Ferox, der Drache Jens, mein Mini-Drache. Der jetzt mir nicht gerne im Bild. Ich hatte ein Puppenhaus und das habe ich mit viel Liebe dann selber entkernt. Also das war lange auf dem Dachboden und dann habe ich es wieder runtergeholt, dann habe ich es kernsaniert, alles neu gemacht, neue Möbel gekauft.
Dann haben die Nachbarmädels da mitgespielt und irgendwann, es ist halt sehr groß, hat viel Platz weggenommen und die Nachbarmädels waren so alt und dann habe ich sie da weggepackt und dachte, es ist eigentlich zu schade, diese schönen Möbel irgendwie wegzupacken und daraufhin habe ich dann eben ein paar der Zimmer für mein Bücherregal. Das ist schön. Ich mag so Bücher, auch Buchstützen gibt es ja auch so Ja. beleuchtet und als Modellsätze. Finde ich echt toll. Buchnooks heißen die. Okay, das wusste ich Ja, und nicht. da gibt es großartige Sachen. Ich habe mal eine gesehen, die hatte das gebaut. Da hatte sie mit Spiegeln gearbeitet. Und das war wie so eine Bibliothek, die ins Unendliche ging, Oh. weil das halt Spiegel waren. Und wenn sie ihr Handy mit einem bestimmten Bild an die eine Seite geklemmt hat, dann gab es noch zwei Flammen links und rechts. Die haben sich halt gespiegelt. Die waren eigentlich von dem Handy. Das sah so großartig aus. Apropos großartig aussehen, es kamen mehrfach Komplimente zu den Covern und da fragt die Claudia, ob du die Idee für die Gestaltung hast. Eigentlich nicht. Also bei Welt der Schwerter ging es so ein bisschen hin und her zwischen dem Verlag und mir und ich war sehr unglücklich mit dem, was die ursprünglich Verlegerin vorgeschlagen hat. Und dann kam der Oliver Hoffmann neu rein und der hatte gleich diese Idee mit dem Yin und Yang. Und das fand ich dann total klasse. Und dieses Schwarz. Ich weiß halt nicht, ich merke, dass die bunten Cover von den Chroniken der Wälder einfach besser laufen. Ich glaube, die sprechen mehr Leute an. Ich glaube, das mit dem Schwarz-Weiß und Yin und Yang ist vielleicht zu, keine Ahnung, intellektuell. Aber es passt zum Buch. Insofern ist es völlig in Ordnung. Ja, sehr gut. Dann der Florian fragt einmal, ob die Bilder, die du gezeigt hast, selbst gezeichnet sind. Ja, hast du gesagt, Ja, ne? genau, die habe ich auf dem Computer über GIMP habe ich die Dann gemalt. schieb ich eine Zwischenfrage ein. Warum sehen die beiden Männer beide so aus, als könnten sie von Matt Smith gespielt werden? Keine Ahnung. Ich wusste sofort bei beiden an Matt Smith Ach denken. was, tatsächlich. Ja. Dabei habe ich bei dem aufgehört zu gucken. Ich bin ein großer Fan von dem 10. Doktor, David Tennant. Den durften wir dieses Jahr treffen in Bonn auf der FedCon. Ah, wow. Ich habe ihn mal gesehen, er hat Hamlet gespielt. Oh, ja. Da war ich in London, berufsmäßig in London und habe mir dann extra eine Karte gekauft, habe ich dann noch gekriegt für Hamlet, für teuer Geld. Und wisst ihr, wer den Onkel gespielt hat, den bösen Onkel? Das war Patrick Stewart. Das war noch so ein Gimmick dann dazu. Und ich habe dann, das war ganz lustig, ich habe dann hinterher in der Stage-Tür gewartet. Also vorne standen alle, ich stand auf der anderen Straßenseite, wollte einfach mal gucken. Und alle haben auf Doctor Who gewartet also auf David Tennant gewartet. Und Patrick Stewart ist quasi unerkannt durch diese Menge und ist dann weg und schmunzelte sich ein. Ich habe Patrick Stewart mal mit Ian McKellen zusammen in London auf der Bühne gesehen und Ian McKellen kam zur Stage Door, Patrick Stewart leider nicht, aber der war schon in Düsseldorf auf einer Con von uns, insofern. Wir schweifen etwas ab, was wollte ich sagen? Achso, noch Fun Fact, ich finde es cool, wenn David Tennant, der ja auch einen Doctor Who spielt, seinen, du hast David Tennant vorhin gesagt, ne? Ja, genau. Den Ich meinte Christopher Eccleston. Entschuldigung, David Tennant war nicht bei uns auf der Con. Nicht, dass ich da was Also, Falsches okay. sage. Wenn David Tennant seinen Sohn Lou nennen würde und der zum Militär geht und Lieutenant wird, fände ich schreiend lustig. Lieutenant, Lieutenant, wollen Sie mich verarschen? Nein, egal. Um nochmal auf die Bilder zurückzukommen. Flo fragt, verwendet Esther die Bilder, um die Figuren im Buch dann zu beschreiben? Also hast du die gezeichnet und hast sie dann im Buch beschrieben? Ich habe sie beschrieben, aber jetzt nicht furchtbar detailliert. Also es ist klar, dass Lynn blond ist und hübsch. So, mehr kommt eigentlich nicht, dass sie ein gutes Dekolleté hat. Und dass Silurin ist feingliedriger, größer und blond und Corridan ist breiter, muskulöser und hat immer so einen Bartschatten, selbst wenn er rasiert ist. Aber viel mehr kommt da eigentlich nicht. Ich denke immer, man stellt sich die Leute sowieso selber irgendwie vor. Also, und wenn ich 100 Mal beschreibe, der ist rothaarig und die Leute stellen sich trotzdem einen Schwarzhaarigen vor. Also, deswegen mache ich da gar nicht so viel. Wobei ich jetzt gerade ein Buch gelesen habe, wo ich merke, die macht das also ständig wieder. Also die erinnert einen immer wieder daran, wie die aussehen. Das ist vielleicht auch eine Methode.
Ja, dann haben wir noch einen Nachschub von Florian. Jetzt habe ich ihn überscrollt. Du hast gerade von einem Oliver gesprochen. Ist der von damals Feder und Schwert gewesen? Ist das der Oliver? Aber ja, ich glaube, der war früher bei Feder und Schwert, ja. Oliver Hofmann. Sehr gut. Der ist jetzt bei Lindwurm Programmleiter. Ah, okay. Ja, ja, sorry, dass ich eben nochmal gesagt habe, David Tennant wäre auf der FedCon gewesen. Nein, war er nicht. Es war Christopher Eccleston. Ich nehme alles zurück. Oh Gott. Und behaupte das Gegenteil. Absolut. Genau, die Zuschauerfragen wären durch, falls jetzt nicht noch in den nächsten 2-3 Minütchen was kommt. Aber wir haben ja noch die die Gigliothek-Fragen. Und du hast vorhin gesagt im Vorgespräch, du hast dich ein bisschen vorbereitet. Ja, ich habe halt zwei mindestens mal, ich habe früher schon welche geguckt, aber jetzt die letzten Tage nochmal zwei geguckt. Die letzten beiden von euren Sendungen und da habt ihr ja immer die Fragen gestellt. Und dann habe ich selber schon überlegt, was würde ich da sagen. Jetzt hast du natürlich den Nachteil durch die Vorbereitung. Jetzt müssen die Antworten aber auch gut sein. Ja, ja. Ich habe noch einen anderen Nachteil, aber da komme ich gleich drauf. Okay, dann Frage 0. Bist du bereit? Ja. Frage 1. Das erste Buch, an das du dich erinnern kannst. Ja, das ist Die Schneckenreise. Aber frag mich nicht mehr von wem. Das ist ein ganz tolles Kinderbuch mit ganz tollen Bildern von einer Schnecke, die ihr Freund, das Räubchen, retten will, weil nämlich der Kohlkopf, in dem die Raupe lebt, mit allen anderen Kohlköpfen abgeerntet und zum Markt gebracht wird. Und jetzt muss die arme Schnecke versuchen, zu diesem Laster zu kommen. Oh Gott. Das klingt irgendwie aber süß. Ja, es ist total süß und die Bilder sind so schön, weil die Bilder, das sind halt wirklich, da werden die Wiese gezeigt und die Insekten und das ist alles so schön gemalt und es sind halt wirklich, ich sage jetzt mal biologisch richtig, das sind keine Fantasieblumen, sondern man sieht halt den Spitzwegerich und all diese, und die Distel, der Schneck landet irgendwann oben auf so einer Distel, auf so einer, die haben ja diese lila Blüten und das sieht aus, als würde er auf so einem ganz weichen Kissen sitzen, diese Schnecke in dieser Distel. Frage Nummer 2. Welches Buch hättest du gerne geschrieben? Das wäre die Highlander-Saga, die Diane Gabaldon geschrieben hat. Ah, ja. Die wird jetzt gerade verfilmt. Oder es wird jetzt seit einigen Jahren verfilmt. Da hatte ich mich lange gefragt, warum die nicht längst verfilmt worden ist. Das war so ein Buch, was in den 80er Jahren irgendwie jede Frau gelesen hat. Ich habe jetzt, wenn ich die Frage mal gefragt werde, habe ich jetzt auch eine Antwort im Kopf. Die muss ich mir nur merken. So. welche wäre denn deine Antwort? Nee, das verrate ich nicht. Ach, klar. Das verrate ich dann. Frage Nummer 3. Die beste und oder schlechteste Buchverfilmung ist, deiner Meinung nach? Da habe ich jetzt das kleine Problem, dass ich offenbar etwas genommen habe, was ganz viele nehmen, nämlich Der Name der Rose. Ich kann aber auch begründen, warum. Als beste oder schlechteste? Als beste Verfilmung. Nur zur, ja genau. Ja. Also ich habe diesen Film geguckt und das ist ja eigentlich eine Krimi-Geschichte im Mittelalter. Fand ich sehr interessant. Dann habe ich das Buch gelesen und dieses Buch ist wesentlich vielschichtiger. Da ist diese Krimi-Geschichte nur eine Ebene. Und das hat aber ganz viele Ebenen. Ich habe mir ein Theologielexikon nebenhin gelegt und habe lauter Leute nachgeschlagen, während ich dieses Buch gelesen habe, weil das ganz, ganz viele verschiedene Ebenen hat. Und der Film hat nur diese eine, nur diese Krimi-Ebene ausgenommen. Und später habe ich diesen Film nochmal geguckt und stelle fest, der hat nicht nur die Krimi-Ebene geschrieben, der hat lauter Szenen, die anderen Ebenen antriggern. Und wenn man das Buch nicht kennt, stören die einen nicht. Und wenn man das Buch kennt, dann ist es, als würde der eine Tür öffnen und man hat dahinter ein ganz riesen Zimmer, das man kennt, weil es in dem Buch war. Das fand ich großartig gemacht. Ah, okay. Aber ein anderes Buch, eine andere gute Verfilmung wäre Jason Bourne. Da ist die Story viel besser als es. Also der Twist der Story ist viel besser als ein Buch. Weil es geht ja um einen, der sein Gedächtnis verloren hat. Und es stellt sich raus, dass er ein CIA-Killer ist. Und in dem Buch ist es so, dass sich dann rausstellt, dass er eigentlich doch kein Killer ist, sondern nur als Killer aufgebaut wurde, um den echten Killer aus der Reserve zu locken. Und das fand ich so bläh.
Während im Film ist es wirklich so, er ist halt ein Killer und er muss damit klarkommen. Und das macht die Figur wesentlich interessanter. Hast du beide Verfilmungen gesehen? Weil ich glaube, es gibt jetzt eine relativ neue davon. Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne nur die nur die alte. Ja, okay. Und die schlechteste Verfilmung, da habe ich Ah ja. auch genau das Gleiche, was der Florian Klever hatte, nämlich Eragon. Warum? Ich gehe in diesen Film rein, setze mich rein und ich kriege zuerst mal die Vorgeschichte mit einer Stimme aus dem Off. Das ist so ziemlich das Schlechteste, vor allem in Filmen. Ich meine, ich mag es ja in Büchern, mag man es ja auch nicht, wenn man erst mal erzählt kriegt, was die letzten 100 Jahre passiert ist. Außer bei Herr der Ringe. Ja, oder auch bei Star Wars, da ist das ja so der. Ja, genau. Es ist halt die Stimme aus dem Off und das ist eigentlich kein filmisches Mittel. Und irgendwann habe ich habe das Buch nie gelesen, aber ich habe es irgendwann mal in der Bibliothek zur Hand genommen und wollte einfach mal wissen, fängt der auch so an, der Autor? Und du stellst dich rein, nee, der fängt nicht so an. Der geht in medias res, so wie es richtig ist, sage ich mal. Weil ich sage, okay, das Buch ist völlig in Ordnung, warum machen die so einen Scheiß im Film? Das ist, ich fand den auch sehr enttäuschend, leider. Naja, gut. Nummer 4. Auf deinem Nachttisch liegt. Mein E-Book-Reader. Aha. Wie viele Bücher sind da drauf? schon ein paar. Was ich gerade gelesen habe, ist Clockwork Angel und Clockwork Prince von Cassandra Clare. Und da ist mir halt aufgefallen, dass sie immer wieder einfließen lässt, wie die Leute aussehen, um eben auch immer wieder darzustellen, ach, sie sind halt so schön. Also, das ist immer dieses. Das ist ja in den Jugendbüchern oft so, dass die, ach, die sind halt so furchtbar schön. Bin mir noch nicht sicher, ob ich das imitieren Ja, und sie schreibt auch sehr detailreich. Also sehr viele, 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 viele Details. Ja, genau. Und manchmal geht mir die Geschichte nicht schnell genug Ja. weiter. Ich will dann. Und das andere, was gerade da liegt, ist dieses hier. On Writing and Worldbuilding. Genau, von Timothy Hickson. Er hat angefangen mit Online-Blogs, die sind leider auch auf Englisch, wo er über das Schreiben redet. Und er hat dann Bücher rausgebracht. Und ich höre mir den ganz gern an. Und es ist über meine Tutorials haben wir gar nicht geredet jetzt. Aber Das, machen wir noch. genau, da, Kommt noch. wollte ich gerade sagen, die Zeit nehmen wir uns gleich noch. Das hatte ich im Hinterkopf, hätten wir nicht vergessen. Genau. Die fünfte und letzte Frage: Die schönste Buchveranstaltung ist. Ja, ich weiß jetzt, was ihr hören wollt. Das gilt aber jetzt nicht. Also ich lebe ja in Frankfurt und zur Buchmesse fahre ich immer nach Leipzig. Sehr Aber ich gut. gehe hier regelmäßig zum Buchhorn. Den mag ich auch ganz gern. Das ist so ein Familientreffen quasi. Ja. Ja, das sind die fünf Bibliothekfragen. Vorhin kam der Wunsch im Chat, bei dir könnte man auch gut unsere Nerdfragen stellen. Das machen wir jetzt aus Zeitgründen nicht, weil die sind ein bisschen umfangreicher. Das würde ich aber gern an irgendeiner Stelle mal mit dir nachholen, weil du hast eben viele Namen, also Name-Dropping nennt man das Neudeutsch, viele Sachen genannt, Doctor Who und Star Trek und Star Wars. Und ich glaube, in dir steckt doch ein doch etwas größerer vielleicht Nerd, als du vielleicht zugeben magst. Ja, doch, doch, ich bin sehr gerne Nerd. Wie gesagt, meine Kollegen haben mir zum 50. Geburtstag eine Karte für die Star Trek Convention geschenkt. Destination In, Star Trek. genau. Und das heißt, dass ich kann es offenbar nicht so ganz verbergen. Naja, man sieht bei deinem Instagram-Profil ja sogar Bilder von dir in Uniform. Ja. Und mit Borg-Restimplantaten. Genau. Du hast für ein Weiß Vorgespräch auch. sogar ich, Oh was das ja. ist. Ja. Uns verraten, dass das wir dich vielleicht mal in Bonn auf der FedCon oder MagicCon sehen. genau, ich kannte die bisher nicht so, habe aber jetzt in eurem Interview mit dem Florian wurden die erwähnt und dann habe ich sie mal gegoogelt und dachte, ach, das klingt eigentlich schön. Also, Es ist super. wenn das Also, Hotel nicht so teuer wäre. das ist richtig, aber da können wir auch mal off-screen drüber sprechen. Da gibt es auch gute Tipps von unserer Community und da gibt es, wo man drumherum auch ganz gut unterkommt. Aber wäre schön, dich dort mal persönlich zu treffen. Ja, würde mich Jetzt auch freuen. hast du gerade noch, damit wir das nicht vergessen, deine Tutorials angesprochen. Schieß mal los, was für Tutorials bietest du an?
Ja, also ich habe, das Ganze fing so an, dass ich halt Fachliteratur zum Schreiben gelesen habe. Und wenn ich Dinge mir wirklich erarbeiten will, dann muss ich mir Sachen rausschreiben. Also erst unterstreiche ich und dann schreibe ich nochmal raus. Und dann stellte ich fest, aha, das eine Buch bringt noch ein paar Aspekte zum gleichen Thema, was ich vom anderen Buch schon hatte. Und dann habe ich gemerkt, das ist einfacher, das zusammenzubringen, wenn man es auf einem Medium macht wie PowerPoint. Also habe ich angefangen, PowerPoint-Folien zu machen für mich selber, um dann halt immer weiter zu basteln an diesem Gesamtmodell, sage ich mal. Also ich meine, die einen sagen Heldenreise, die anderen sagen Dreiaktstruktur, der dritte sagt fünf Sequenzen, acht Sequenzen oder sieben Plotpoints oder. Und wenn man sich das genau anguckt, ist das alles das Gleiche. Das ist, sind nur unterschiedliche Aspekte des gleichen Gesamtbildes. Und das habe ich mir halt zusammengestellt und dann habe ich das in anderen Autorengruppen, wo ich so bin, habe ich das dann mal quasi vorgetragen, diese PowerPoint-Folien. Und als dann Corona kam, habe ich gedacht, jetzt habe ich nichts zu tun, jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, das Ganze mal auf YouTube zu machen. Und das habe ich dann gemacht. Das sind immer so zwischen 10 und 20 Minuten pro Tutorial und sie bauen aufeinander auf. Also man kann sie auch separat sehen, insbesondere die hinteren. Da geht es dann mal um Scene and Sequel. Das ist ein Modell, was ich hier in Deutschen noch gar nicht gelesen habe. Das habe ich im Wesentlichen aus englischsprachigen Literatur. Aber gerade so die ersten fünf, sage ich mal, die bauen sehr aufeinander auf. Da wird immer wieder aufeinander zurückgegriffen. Insofern, die kann man gut am Stück gucken. Super. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der YouTube-Link schon im Chat stand. Mit Sicherheit, so wie ich unsere Genau. Mods kenne. Wenn nicht, bitte ich Ich hatte den geschickt, insofern denke das. ich, ihr habt ihn schon. Da ist er. Zack, da ist er schon. Der Dirk. Ist auf jeden Fall ein super Tipp für andere Schreiberlinge, weil ich glaube, dass ganz viele auch so auf der Suche sind, jetzt nach kostenlosen Tipps, sage ich jetzt mal, wenn sie erst anfangen zu schreiben und dann noch keinen Schreibworkshop oder so buchen wollen, sondern einfach mal ein bisschen reinschnuppern. Da glaube ich, ist es sehr hilfreich dann. Auf Genau. jeden Fall toll, dass du sowas machst. Ja, das macht mir ja auch Spaß. Ich habe übrigens auch gerade das, was ich vorhin erzählt habe, diese Blogtour, die Sache, wo Lynn dann, wo man Lynn in Aktion erlebt, die nicht im Buch ist, das war bei der Aya Ro Rose, die Ah, ja. Sängerin. Und da habe ich jetzt auch den Link mal. Ach, du musst Last Geek Tonight folgen, um chatten zu können. Ich dachte, ich hätte schon gefolgt. So, jetzt folgst du aber, glaube ich, nochmal. Ich glaube, du kannst aber keinen Link schicken. Ich habe gerade eingeschickt. Guck mal. Ja, das erscheint mit Sternchen im Chat. Ah. Man kann nur Links, wenn man Links schicken, wenn man Moderator ist oder. Das heißt, ich muss ihn euch dann irgendwann schicken und ihr stellt ihn dann ein. Ich würde sagen, mach mal so, weil du könntest theoretisch auch einem Mod das jetzt als Privatnachricht flüstern und die würden es dann veröffentlichen. Müsst ihr aber erst gucken, wie das geht. Eben, deshalb denke ich, machen wir das im Nachgang. Wer Ja, da das genau. wissen möchte, wird das im Discord finden. Moni, hast du noch Fall. irgendwas, was auf dir liegt, was dir auf dem Herzen liegt, wollte ich Ich sagen. könnte noch tausend Fragen stellen. Ich bin jetzt richtig neugierig auf die Bücher, genau mein Genre, also passt total zu mir. Und vielleicht werde ich ja doch noch ein Sci-Fi-Fan, also wenn es da mal so langsam anfängt. Ja, ich denke Vielleicht halt. ist es dann mein Einzug in das Sci-Fi. Genau. Aber du hast uns ja auch noch ein Gewinnspiel mitgebracht. Du Ja, genau. verlost ja auch noch was. Genau, ich wollte den ersten Band der Welt der Schwerter verlosen, mit einem gemeinen Hintergedanken, weil ich habe jetzt erzählt, es sind eigentlich zwei, es ist eine Geschichte in zwei Bänden. Und wenn einem das erste Buch gefällt, kauft man vielleicht auch das zweite. Insofern verlose ich Ja, jetzt Ying und einfach Yang, die gehören ja zusammen, also mal. Ja, eins ganz geht ja genau. da gar nicht. Also einmal kurz anfixen und dann Genau. muss man einfach weiterlesen. Genau. Wir haben also den ersten Band deiner Schwerterreihe zum Verlosen. Die Genau. meisten Follower wissen schon, wie es funktioniert. Wir brauchen nämlich ein Passwort von dir. Ja. Und dieses Passwort schreibt Nessie dann in den Chat. Und dann müssen alle das genau so schreiben, wie Nessie es geschrieben hat und haben dafür 1,5 Minuten Zeit. Und dann wird ausgelost, wer dieses Buch gewinnt. Ich darf leider nicht mitmachen. Aber
aber ich bin mir sicher, der Gewinner freut sich auf jeden Fall über dieses coole Buch. Ja, wir haben vorhin uns was Gemeines ausgedacht, aber das lassen wir vielleicht doch lieber. Ach nein, hau raus. Ich finde es lustig. Vor allem bin ich gespannt, wie ich es gleich schreiben werde, weil ich habe das Wort noch nie geschrieben. Tatsächlich. Ja gut, dann machen wir das. Physomatenten. Genau. Ja, und Nessie, du wolltest noch die Story erzählen. Wollte ich das? Ganz kurz, ja, Physomatenten kommt wohl irgendwie aus dem Krieg, als die Franzosen im Land waren und die immer zu den französischen jungen Mädels gesagt haben, wie sieht ma tante? Und da haben die Mütter von den Mädels haben das irgendwie aufgeschnappt und haben gesagt, mach mir keine Physomatenten. Das ist so die Kurzfassung. Ich weiß auch nicht, ob alles stimmt, aber... Ja, aber so kenne ich es auch. Es klingt schlüssig. Genau, ihr kriegt... ich schreibe gleich das Wort in den Nightbot und dann sage ich euch Bescheid. Schreibt es auch in den Chat und dann schreibt ihr das auch. Wenn ihr nachher gewinnt, kriegt ihr... Oh, das ist immer diese Erklärung von Christian. Ihr werdet dann angeflüstert von Dirk mit einem weiteren Passwort. Dieses Passwort lernt ihr auswendig und was weiß ich, und irgendwas macht ihr damit. Ihr schickt es irgendwo hin und am besten per Postkarte, auch nachts. Ich rede mich hier. Wir machen mal, ich schreibe jetzt mal. Oh Gott, fies. Hast du es gegoogelt, wie man es schreibt? Nö, ich schreibe es. Fissi, so, ich kopiere es hier so raus, wie ich es geschrieben habe und ich schreibe es jetzt in den Chat und dann rate ich, wann anderthalb Minuten vorbei sind. Und dabei bekommt die liebe Esther von uns diese Zeit, bis Nessie sagt einfach Stopp, um einfach noch irgendwas anzuteasern, entweder von dir selber etwas, du kannst auch von deinem zweiten Pseudonym noch erzählen oder du kannst einen Kollegen oder so empfehlen. Hau einfach rein, einfach frei aus der Leber raus, was du sagen möchtest. Nessie. Und ergänze das Ganze noch durch, das war nämlich eine Frage, die ich leider übersehen habe von der Claudia, was dein nächstes Projekt ist. Das kannst du auch noch mein nächstes Projekt rein sneaken. Ja, das nächste Projekt ist das, was gerade so ein bisschen bockt und mich abwerfen will. Oliver Hoffmann kam mit dem Schlagwort CSI King's Landing. No. Ein Krimi im High-Fantasy-Setting. Okay. Cool. Damit habe ich jetzt angefangen, aber also CSI lebt ja davon, dass man da auch so ein bisschen was lernt über diese ganzen technischen Spirenzien, wie kann ich Fingerabdrücke nehmen und solche Dinge. Und im High-Fantasy mit der Magie bietet sich das, finde ich, nicht so wirklich an, weil da kann man sich alles mögliche ausdenken, aber dieses Ding von, ach, das ist ja interessant, dass das geht, fällt halt völlig weg. So. Und deswegen, ich habe schon irgendwie einen Krimi-Plot, aber ich muss da auch irgendwie mit meinen Figuren erstmal warm werden, weil normalerweise fange ich mit den Figuren an und nicht mit der Plothandlung. Also ich baue erstmal Figuren, denen mein Herz gehört und die kriegen eine Geschichte. Jetzt hatte ich eine Geschichte und musste dafür irgendwie Figuren finden. Da merkte ich auch, das ist irgendwie nicht so meins. Ja. Dann habe ich einfach mal angefangen, einfach mal ins Blaue hinein Figurenanfänge zu schreiben von einem Mann und einer Frau. Also, oder, und das lief ganz gut, das fand ich ganz gut. Und ich dachte, ach, dann werden die irgendwann ein Paar. Sie wollen nicht. Also ist wieder so ein Ding, wo ich denke, okay, gut, dann halt nicht. Also es geht mühsam voran. Und dann habe ich eine ganze Weile gar nichts geschrieben und dann hat auf Instagram eine Gruppe angefangen, blödsinnige Teaser zu posten für Kurzgeschichten. So Sachen wie, dein Drache hat Schluck auf oder das Einhorn hat Kopfweh, was machst du? Und dann habe ich aus lauter Verzweiflung, weil ich am Roman nicht schreiben konnte, angefangen, diese kleine blödsinnige Fantasy-Kurzgeschichten zu schreiben. Und als die damit aufhörten, habe ich eine Umfrage gestartet und habe jetzt Themen bis zum 5. Dezember. Das heißt, bis zum 5. Dezember poste ich jetzt jeden Montag eine Kurzgeschichte zu einem von so einem blödsinnigen Thema. Und kurz und fantastisch ist der Hashtag. Und das machen auch ein paar Leute mit. Also diese Themen werden dann ausgegeben und ein paar Leute machen mit. Und ich hoffe, dass ich dann im Dezember wieder anfangen kann, dann doch wieder an dem Roman zu schreiben. Ja. Und das Martinshorn im Hintergrund, was man gehört hat, kündigt es an. Die anderthalb Minuten sind exakt jetzt rum. Glaube ich.
Und ich zähle, Esther, magst du von 10 auf 1 runterzählen? Und okay, dann entscheidet der Nightbot, wer das Buch gewonnen hat. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und unsere Nina hat das Buch gewonnen. Das Buch geht nach Österreich. Sehr cool. Und Nina, dir erkläre ich es jetzt nochmal ganz genau. Also Nina, du wirst jetzt von einem Mod angeschrieben mit einem Codewort und einer E-Mail-Adresse. Das ziehe ich jetzt knallhart durch. Nina ist auch Mod, die weiß das ganz genau, aber ich ziehe es durch. mit einer E-Mail-Adresse. Dort schickst du bitte das Codewort, deinen Namen und deine Adresse hin und bitte einen Signaturwunsch, falls du einen hast. Und passiert irgendwas Lustiges. Keine Ahnung. Bekommst du das Buch. Richtig, so das. Viel Spaß mit dem Gewinn, steht hier, hat Christian auch geschrieben. Sehr gut. Glückwunsch, Nina. Schön. Jetzt ist meine Aufzeichnung zu Ende. Dann hattest du noch gefragt nach meinem anderen Pseudonym. Ich habe relativ früh auch irgendwann mal einen Erotikroman geschrieben, der auch so ein bisschen fantastische Elemente hat, weil es so ein Steampunk. Steampunk ist ja immer so ein bisschen Alternativweltroman. Das geht so ein bisschen in die BDSM-Richtung. Heißt das Haus der Masken. Und ich kam dazu, weil eine Freundin von mir einen Erotikroman in dem Verlag veröffentlicht hat. Da hatte ich dann also quasi schon mal eine Verbindung zum Verlag. Und ich hatte ihr Buch gelesen und da hatte man halt so das Gefühl, es ist eine interessante Geschichte, die ja auch Spaß gehabt macht, hat zu schreiben. Und dann wurde sie immer vom Verlag gezwungen, noch so eine Poppenszene dann so einzufügen. Und da habe ich sie gefragt und dann sagte sie mir, genau so ist es gewesen. Habe ich den Ehrgeiz entwickelt, dass sie sagte, ich will eine Story schreiben, die nicht eine reine Liebesgeschichte ist, wo es ja dann eh darum geht, sondern wo es halt irgendwie einen anderen Plot gibt, in dem Fall auch einen Krimi-Plot oder einen Rache-Plot, und in dem die Sexualität aber ein organischer Teil des Ganzen ist. Und das war für mich auch eine interessante Übung, weil in so einem Erotikbuch muss man halt doch sehr stark zur Sache kommen und darf nicht verschämt sein. Während ich in Welt der Schwerter, da gibt es auch zwei Szenen und die sind aber zurückgenommene. Mhm. Und sehr unterschiedlich, weil ich gemerkt habe, es sagt auch viel, also man schreibt ja aus der Perspektive einer Figur. Und es sagt sehr viel über die Figur aus, wie das beschrieben wird. Und die eine Figur ist halt, also die Kira ist moderner so als Frau und die Lynn ist, zumindest was diesen Bereich betrifft, doch relativ romantisch. Und dann muss man es einfach anders unterschiedlich beschreiben. Und das fand ich für mich auch sehr interessant zu sehen, wie weit kann man gehen, wie weit muss man es zurücknehmen, wenn man sagt, das passt eigentlich jetzt gar nicht. Wenn man die ganzen Dinge beim Namen nennt, das passt zu dieser Art von Buch gar nicht. Und bei Roh habe ich tatsächlich, da gibt es auch eine Szene, da läuft alles darauf hinaus und dann ist die Szene, also dann wird abgeblendet, weil das dann nicht wichtig ist. Also weiß dann eh jeder, was passiert, aber es ist nicht wichtig, das zu beschreiben. Wann hast du das Buch geschrieben, ungefähr? Och je, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube, das ist 10 Jahre her. Würdest du das heute nochmal genauso nennen? Weil es klingt irgendwie so Haus der Masken nach Corona-Testzentrum irgendwie. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Naja, das war auch keine ernst gemeinte Frage, tatsächlich. Aber kommt von dir noch mehr in diesem Pseudonym? Ich habe eine Idee für eine Fortsetzung, habe es jetzt aber bisher noch nicht angegangen. Weil ich festgestellt habe, Erotik zu schreiben, ist in gewisser Weise recht anstrengend. Ja, man kann sowas nicht schreiben, ohne dabei was zu empfinden. Und dann... Vielleicht soll ich da auch mal mit anfangen. Anderes Thema.
Okay. Ja, ich könnte noch Stunden weiter plaudern, aber ich glaube, wir sind schon in einer guten Zeit. Ja. Und schon langsam werde ich echt müde. Also normal schlafe ich um diese Zeit schon. Ja. Ja, ich gehe manchmal mit meinem Sohn schon um 8 ins Bett. Wann stehst du denn auf morgen? Um 6 Uhr morgens. Ja gut, dann kann ich das verstehen. Ich brauche sehr viel Schlaf. Ich bin da irgendwie nicht so ganz normal. Aber ich fand es total schön, dass wir uns mal kennengelernt haben. Ich kannte dich ja auch noch nicht. Ja. Du hast mich total angefixt, habe ich ja schon gesagt, mit deinen Büchern. Ich muss die auf jeden Fall noch auf meine Weihnachtswunschliste packen und hoffe, dass die dann unter Weihnachtsbaum liegen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und so spontan hier warst bei uns. Ja, vielen Dank. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, denn ich denke, da kommt auf jeden Fall noch mehr von dir, was uns und die Community vielleicht interessieren würde. Das denke ich auch, ja. Genau, dann hören wir uns wieder über unsere verschiedenen Kanäle, würde ich sagen. Genau. Ich wünsche dir noch einen schönen Restabend, falls du noch nicht ins Bett gehst, und sag tschüss. Tschüss und danke für die Einladung. Sehr gerne. Tschüss, bis bald. So. Gut. Sie muss sich jetzt selber auskennen. Ich muss mich was machen? Da kommt die Stimme aus dem Off. Alles gut. Es ist alles gut. Ah gut, ich wusste, ich dachte gerade, ich hätte was falsch gemacht. Ich bin einmal verklickt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich hab aber ist egal. Habe ich nicht verraten. Ach, ist doch egal. Genau. Was haben wir noch? Wie geht's denn weiter hier mit der Geekliothek? Ja, unser nächster Termin ist am 28.11. Und da kommt, tada! Ein Fragezeichen! Aber nur der eine. Alle drei Fragezeichen haben wir nicht gekriegt. Es ist nur einer davon. Nee. Nein, also wir wissen es noch nicht konkret. Wir haben schon eine Idee, mal was ganz anderes wäre das. Aber da wir die Zusage noch nicht haben, müssen wir euch da noch ein bisschen auf die Folter spannen. Dafür kann ich euch sagen, wer am 12.12. zu uns kommt. Und zwar kommt da Robert Corvus zu uns. Und wir freuen uns mega. Das ist, glaube ich, auch unser einziger Dezember-Termin. Stimme aus dem Off, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Es wird genau, gelegt. Weil dann ja Weihnachten dazwischen grätscht. Also da haben wir uns nochmal was ganz Besonderes für euch überlegt. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und bin sehr gespannt auf Robert. Ja, Robert, freue ich mich auch drauf. Convention-Gängern kein unbekanntes Gesicht. Perry Roden-Lesern sowieso nicht. Ja, da bin ich sehr gespannt, was der gute Robert zu erzählen hat. Es ist ein ganz launiger Typ, also da freue ich mich drauf. Ja. Sehr was, cool. Was heißt eigentlich Corvus auf Deutsch? Das ist doch Latein, ne? Also ich weiß es nicht. Ich habe nie Latein gelernt. Ich bin ist das auch wie heißt das denn? Kosename? Nee. Pseudonym? Pseudonym. Rabe, schreibt Edda mit. Ah. Ich dachte, Korax wäre auch Rabe, weil es gibt eine Band, die heißt Corvus Korax. Die hieß dann ja Rabe Rabe. Das wäre aber komisch. Ist egal. Anderes Thema. ja. Was hab ich alles vergessen, Moni? Nein, du hast es wirklich super gemacht, Nessie. Ich danke dir vielmals. Es war total lustig und schön mit dir. Das können wir ruhig öfter mal machen. Betriffskant rausschicken. Nein. Das musste jetzt einfach sein, so ein kleiner Seitenhieb. Nein, ich freue mich, wenn der Christian wieder fit ist, auf jeden Fall. Und vielleicht macht man ja einfach mal eine Show zu dritt. Das wäre ja auch mal was. Zu dritt oder ich werde auch krank und dann kann Josie einspringen. Das finde ich auch mal ganz cool. Genau, wir mixen jetzt einfach immer so durch. Genau, dann kannst du auch mal dein Kind vor die Kamera setzen. Unbedingt. Nein, das ist... Ach, schön. Nein, es war auf jeden Fall total schön. Und ich freue mich, dass du eingesprungen bist. Und vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass du mich ertragen hast. Ja, gerne es war, wieder. Wie gesagt, es ist, dass wir seit 2 Jahren quasi zur selben Familie gehören und eigentlich noch nie Kontakt so richtig hatten. Nee, verrückt. Das muss sich ändern, das muss sich ändern. Auf jeden Fall. Das war der Startschuss. Wen raiden wir denn jetzt? Ja. Da darf sich heute das Gnadeart. Ja, da hab ich schon den Sven. Welchen Sven, fragt ihr euch jetzt? Ja, den Kinada-Sven, der am Wochenende Vanillekeksi das Salutas-Logo gestochen hat. Was ziemlich schmerzhaft aussah, muss ich ja zugeben. Gut, ich gebe schon mal ein Raid. Genau. Kinada-Art.
bin übrigens immer noch überlegen, wie viel Geld zusammenkommen muss, dass ich mir unser Logo tätowieren lasse. Aber nicht auf die Stirn, wie jemand vorgeschlagen hat. Egal. So, Kinder. Ja, vielleicht wäre aber das dann auch so ein Mal, das dann alle anzieht und verliebt macht. Will ich das? Ist die Frage. Du könntest es ja dann mit einer Mütze abdecken, wenn du dann nicht willst. Vielleicht kann man es umdrehen, dass alle Leute abschreckt. Dann bin ich, dann habe ich meine Ruhe. Das wäre gut. Das wäre auch nicht schlecht, ja. Aber auf jeden Fall schon sehr gute Ideen, muss ich sagen. So ist es. Irgendwo habe ich das. Ah ja, genau. Red Kinal Art. Ich würde sagen, vielen Dank, Moni. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir gehen in den Abspann und genau. Dann. Und wünschen Raiden allen einen schönen Abend und sagen danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß. Und dann sehen wir uns am 8.11. zu unserem Überraschungsgast. Am 8.11.? Ach nein, 28.11. Oh, genau. Ich bin einfach zeitlich noch nicht so weit mit den 6 Wochen bis Weihnachten. Das stresst mich jetzt schon. Okay. Na gut, dann tschüss, wir winken in die Kamera. Tschüss, und schönen Abend. Ciao.